Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Sind Sie eben durch den Abendverkehr hierher ins Kosmos gestresst, vorbei an ebenso gestressten, vorbeieilenden Menschen, viele auf dem Weg zum nächsten Termin, zum nächsten Treffen, zum nächsten To-Do? Oder sind Sie wie ich, ganz gemütlich, von der Josefstraße hierher geschlendert? Hektik, Zeitdruck, immer schneller, immer besser, immer mehr. Kommt Ihnen das alles ein bisschen bekannt vor? Umso freudiger stimmt es mich, dass Sie inmitten der sogenannten Hektik des Alltags bewusst gewählt haben, heute Abend zum Referat von Hartmut Rosa zu kommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebes Publikum, und gebe Ihnen zuerst einmal kurz Zeit, um durchzuatmen, anzukommen, sich auf heute Abend einzulassen. Denn wie unser Gast heute Abend, der renommierte Soziologe Hartmut Rosa, weiß, in der Hektik des Alltags einfach mal so den Schalter umzulegen und sich innerhalb von Sekunden von einem Konzert, von einem Theaterstück oder von einem Gespräch berühren zu lassen, funktioniert vielfach nicht. Da hilft es, wenn man an einen Ort kommt, der Sinnbild für Begegnung, Austausch, Diskurs und neue Ideen ist. Das Kosmos ist ein solcher Resonanzort. Hier entstehen unterschiedliche Beziehungen und Neues, genau so wie das heute Abend auch der Fall sein soll. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Steigerung, Optimierung und Effizienz ausgelegt ist. Dagegen gilt es mit Blick auf ein gutes, gelingendes Leben, unsere Fähigkeiten zu schärfen, gegen diese vorbehaltslose Optimierungslogik anzugehen und uns Spielräume und tiefgreifende Resonanzerlebnisse im Alltag zu schaffen. In etwa dies verkündet Hartmut Rosa in einem ganz zentralen Buch, dessen Titel ebenso die Lösung für das Problem sein kann, nämlich Resonanz. Es freut mich außerordentlich, dass Sie, Herr Rosa, heute der Einladung des Mikrokulturpatienten gefolgt sind und hier in Zürich sprechen über Resonanz als Sinnstiftung und wie das miteinander denn gelingen könnte. Hartmut Rosa ist Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Neben seinen Lehr- und Forschungstätigkeit schreibt er, das haben Sie sicher auch gelesen, regelmäßig Bücher. Auf sein Buch Resonanz, eine Soziologie der Wettbeziehung sowie sein neuestes Buch Unverfügbarkeit wird er heute Abend näher eingehen. Herzlich willkommen in der Schweiz. Wir haben heute schon festgestellt, dass Sie ja gerade an der Grenze aufgewachsen sind und so quasi auch ein Mikrokind sind. Resonanzerfahrungen ermöglichen, ein wichtiges Schlagwort, auch für unsere Arbeit in der Direktion Kultur und Soziales beim Mikrokulturpatient. Täglich treibt uns gerade im Sozialen nämlich die Frage an, wie wir Beziehungen und Begegnungen ermöglichen können, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Direkte Partizipation und Vernetzung nehmen dabei Schlüsselrollen ein. Jede und jeder von uns soll den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten können und einen konkreten, sinnstiftenden Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten können und dabei mit eigener Stimme sprechen und gehört werden. Wie gehen wir dabei vor? Wir beobachten gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Herausforderungen kritisch. Dazu gehört auch die fortschreitende Steigerungslogik. Wir setzen Impulse, bieten
Lösungen oder Ansätze für Lösungen, Modelle schließen Lücken, wo dringender gesellschaftlicher Bedarf besteht, und setzen uns übergreifend dafür ein, in Zusammenarbeit mit anderen den Wandel mitzugestalten. Unsere sozialen Projekte, sei das im Bereich Generationen, Gesellschaft, Gesundheit, Diversität oder Lernkultur, sind im Grunde also so ausgerichtet, dass jede und jeder selbstwirksam daran mitarbeiten kann. Was heißt das konkret? Wir gestalten unsere Projekte mit Menschen zusammen und nicht für sie. Wir geben den Menschen zwar Instrumente und Modelle in die Hand, die ihnen auf ihrem Weg helfen können, lassen aber genügend Freiraum für Ungeplantes, für freies Entscheiden, für Innovation oder eben vielleicht auch Momente der Unverfügbarkeit, um in den Worten von Hartmut Rosa zu sprechen. Nicht alles im Leben kann und soll durchdekliniert werden. Deshalb ist unsere Arbeit und unsere Vorgehensweise in Projekten iterativ angelegt. Und wir sind überzeugt, dass freiwilliges Engagement gekoppelt mit intrinsischer Motivation buchstäblich Berge versetzen kann. Diese Kombination von Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit schafft eine fruchtbare Basis für Resonanzerlebnisse, und genau diese Erlebnisse wollen wir mit unseren Aktivitäten ermöglichen. Auf Seite sage und schreibe 479 seines Buches schreibt Hartmut Rosa: In den Museen, Theatern und Konzertsälen, aber auch in den Kinos und vergleichbaren Orten suchen und finden moderne Menschen immer wieder aufs Neue Momente der transformativen Erschütterung und Verflüssigung ihres Selbst- und Weltverständnisses, des berührt, bewegt und ergriffen Werdens. Dieses berührt, bewegt und ergriffen werden wollen wir auch durch unsere Projekte in der Kultur, also in Theater, Film, Musik und Gesellschaft im weiteren Sinne schaffen. Aha-Erlebnisse, die uns innehalten lassen und ergreifen. Also Erfahrungen, die unser Innerstes berühren und bewegen und uns auch verändern dabei. Echte Begegnungen, die uns herausfordern, zum Nachdenken anregen und uns voranbringen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, uns darauf einzulassen. Oder, wie Hartmut Rosa sagt, es braucht die Bereitschaft, sich berühren zu lassen, auch wenn man nicht weiß, was dabei herauskommt. So wünsche ich uns allen heute Abend, dass wir das Referat von Hartmut Rosa und das darauffolgende Gespräch mit der Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch als Resonanzerlebnis erfahren dürfen und Aha-Erlebnisse erleben, die uns innehalten lassen und ergreifen. Zudem möchte ich ganz herzlich die junge Cellistin Hyacinta Andrei ankündigen. Sie wird die fünfte Bach-Suite, den Anfang der fünften Bach-Suite, das Prälude, spielen, und sie hat einen Studienpreis des Mikrokulturprozent gewonnen. Sie wird in der Pause zwischen dem Referat und dem darauffolgenden Gespräch ein kleines Intermezzo spielen. Ganz auf der Suche nach Resonanz mit einem großartigen Klangkörper, dem Cello. Ebenfalls gespannt verfolgen wir das visuelle Protokoll, welches der Kommunikationsdesigner André Sandmann während des Abends erstellt. Er wird versuchen, wir schauen ihm zu, die wichtigsten Erkenntnisse festzuhalten und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Das Resultat stellen wir Ihnen im Anschluss gerne auch dann digital zur Verfügung. Und nun, liebe Gäste, wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie ihn. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Graber, für die sehr freundliche... Oh, man sieht sie gar nicht.
Aber es gibt auch blinde Resonanzen. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung und für die sehr kompakte und auch für die Einladung hierher, der ich wirklich gern gefolgt bin. Sie haben völlig recht, ich bin eine Art von Migros-Kind. Ich bin in Rheinfelden, im deutschen Rheinfelden aufgewachsen, halt eher an der Grenze, wie Sie es gesagt haben. Und ich wollte eigentlich immer von den Schweizern adoptiert werden, aus allen möglichen Gründen. Erstens, weil wir dann nicht in der NATO gewesen wären, damals war ich sehr friedensbewegt. Und zweitens, weil ich wollte, dass die Berge, Eiger, Mönch und Jungfrau insbesondere und die ganzen wunderschöne Landschaft, dass ich da irgendwie näher dran bin. Aber es ist halt leider nie passiert. Aber ich komme immer wieder sehr, sehr gerne in die Schweiz zurück. Übrigens, Migros war wirklich so, dass wir da immer eingekauft haben. Samstag sind wir rüber, haben Jova-Bürli gekauft und Erdbeerrahm-Guzzi und haben auch was gegessen und so. Insofern, als eine Einladung von Migros kam, konnte ich nicht Nein sagen. Und die Schweiz, wenn Sie im Süddeutschen aufwachsen, also wenigstens da im südlichen Hochschwarzwald, dann geht der Blick immer in die Schweiz. Also ich hatte, mein ganzes Zimmer war voll tapeziert mit Schweizer Bergen. Ne? Eiger, Mönch und Jungfrau waren meine erste Resonanzsphäre. Und dann mein Bruder, der heute auch hier ist, freue mich sehr, Armin Rosa Zeiser, der arbeitet nicht nur immer noch in Zürich, sondern der hat mir damals geholfen, kleine Seilbahnen zu bauen. Ne? Aus Papier haben wir die gemalt, ausgeschnitten, zusammengeklebt und mit Sicherheitsnadeln und Faden ging die Kreuzung quer durch mein Zimmer. So war ich von der Schweiz begeistert. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier sein darf. So, ich will Ihnen was erzählen über eine Soziologie des guten Lebens und da kann man sich vielleicht fragen, was soll denn das sein? Also wenn man sich fragt, was macht eigentlich Soziologie? Soziologie versucht, einen Blick auf Gesellschaft zu entwickeln und eigentlich, ich mache theoretische Soziologie, auch mit dem Anspruch, Gesellschaftstheorie zu betreiben und das verstehe ich so, dass wir auf das Ganze einer gesellschaftlichen Formation zu blicken versuchen. Also wie die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären und Teile und unser Leben, das wir darin führen, wie die zusammenhängen. Ja, so dass man kann das Formationsanalyse nennen, dass wir einen Blick dafür kriegen, wie moderne Gesellschaft funktioniert. Die Soziologie blickt auf moderne Gesellschaft. Im Prinzip könnte sie, vielleicht sollte sie, auch auf andere soziale Formationen zu blicken, um ein Verständnis dafür zu gewinnen. Was waren denn die Mayas und die Inkas und die Azteken und die alten Babylonier und die Ägypter? Was für Formationen, was für gesellschaftliche Einheiten waren das? Und mir liegt etwas daran, sowas wie einen Totalitätsbegriff von Gesellschaft zu erhalten. Nicht nur einzelne Prozesse sich anzugucken, also wie entwickeln sich Schule, wie entwickeln sich Betriebe oder Industrie, sondern was für eine Lebensform entsteht da. Und wenn man auf unsere moderne Gesellschaft als Formation blickt, dann kann man das aus zwei Perspektiven tun. Das eine ist, man blickt von außen drauf, eigentlich so, wie man auf ein Planetensystem oder auf die fernen Sterne guckt. Man fragt sich, wie bewegen die sich eigentlich? Warum werden die mal heller, mal kälter oder mal dunkler? Warum bewegen sie sich mal so, mal anders? Wie funktioniert das? Das ist sozusagen der Blick von außen. Ich nenne das auch, oder wir nennen das auch Perspektive der dritten Person oder eben eine strukturelle, eine institutionelle Analyse der Gesellschaft. Und man kann aber auch von innen schauen. Und ich glaube, das kann man tun. Und da kommt man auf sowas wie eine Soziologie des guten Lebens, dass man nämlich fragt, fühlt sich das von der Innenseite an? Welche Verheißungen, welche Versprechungen treiben die Subjekte? Ja, von was werden die angetrieben? Welche Ängste sind da im Spiel? Welche Hoffnungen sind im Spiel? Weil ich glaube, es sind die menschlichen Selbstinterpretationen, aber insbesondere die Vorstellung des gelingenden Lebens, wo wir hinwollen. Übrigens auch, das gelingende Lebens hat immer auch eine Gegenseite. Was wollen wir auf jeden Fall vermeiden? Und das muss ich auch verstehen. Wenn ich verstehen will, wie die Azteken gelebt haben oder die Maya oder die alten Babylonier, dann kann ich die von außen beschreiben und sagen, das war, was weiß ich, eine Ackerbaugesellschaft oder so oder eine kriegerische Gesellschaft. Aber die Innenseite ist auch interessant. Welche Götter hatten die? Welche Vorstellungen, worauf es ankommt im Leben? Und so will ich jetzt auf die gute, auf die moderne Gesellschaft blicken, auf unsere Lebensform mit einem Fokus auf die Frage, was treibt uns von innen? Aber anfangen, ich muss ganz pünktlich sein, haben wir ausgemacht, weil wir nachher auch das im Gespräch noch vertiefen können. Also mache ich Ihnen jetzt oder möchte ich Ihnen jetzt erstmal einen Schnelldurchlauf liefern, dessen, wie meine Formationsanalyse aussieht. Ich sage, wenn man von außen drauf blickt, eigentlich ist mein Lieblingsbild, okay, lassen Sie uns von außen drauf blicken. Ja, nehmen wir mal an, auf irgendwelchen fernen Sternen sitzen Aliens und die beobachten uns. Ja, oder die haben irgendwie, vielleicht schicken sie auch Sonden und die kreisen um die Welt und jetzt schauen die. Was passiert denn da? Ja, wie geht es denn so zu in unserer modernen Welt? Und meine These ist, wenn die Aliens um uns rumfliegen und von außen, Perspektive der dritten Person, schauen,
dann sehen Sie seit dem 18. Jahrhundert einen wahnsinnigen Wandel. Es gab davor immer mal, gab sowas wie gelegentlich eine Völkerwanderung, da sehen Sie, oh, da zieht gerade ein Volk darüber oder so. Ja. Gab auch gelegentlich sowas wie Rodungen und so. Die Polynesier haben vielleicht schon Amerika entdeckt. Wahrscheinlich war das aber eher Zufall. Die sind da einmal irgendwie rübergesegelt, wahrscheinlich wegen ungünstiger Windbedingungen oder so. Oder Marco Polo ist irgendwie auch nach China gereist, aber das war einer im 13., im 14. Jahrhundert schon. Der hat viele Jahre gebraucht und zwar nur einer und der ist da ein paar Jahre da geblieben. Und da ich mich jetzt beeilen muss, gebe ich Ihnen nur die Kurzversion. Im 18. Jahrhundert ändert sich das. Wenn die Aliens gute Kameras haben, da sagen die, was geht denn da jetzt ab? Ja, da kommt nämlich, ehrlich gesagt, bevor die Dampfmaschine erfunden wurde, haben wir schon angefangen, eine Art von Linienverkehr einzurichten. Ja, regelmäßig, nicht nur irgendwie die Mayflower segelt mal rüber, sondern da kommen regelmäßig Segelschiffe zunächst hin und her. Da geht Linienverkehr. Man hat die Wege begradigt, damit die Postkutschen schneller vorankommen. Aber dann erfinden wir die Dampfmaschine und es kommt das Dampfschiff auf. Und dann werden die Ozeane bevölkert. Ja, da immer mehr Menschen sind gleichzeitig unterwegs. Es werden Güter und Rohstoffe hin und her getrieben. Und dann entsteht die Eisenbahn. Erst ein ganz kleines Strecke Manchester-Liverpool. Der Zug fuhr nur 30 Stundenkilometer und hatte 2 Waggons. Aber die Waggons werden länger, die Züge werden schneller und das Netz fängt an, ganz Europa zunächst zu überziehen. Erstmal England, dann den Rest von Europa. Die Schweiz ist heute super eng und super getaktet durchzogen. Aber das geht über Nordamerika, über Indien, über Afrika. Immer mehr Menschen, immer mehr Güter, immer mehr Waren und Rohstoffe sind gleichzeitig in Bewegung. Und auch in den Städten ändert sich dann sozusagen die Dynamik. Ja, das Velo, in der Schweiz heißt es ja freundlicherweise Velo, da brauche ich das gar nicht erklären, von Velocitas Geschwindigkeit. Ja, das Velo hätte man schon lange erfinden können, aber man erfindet es erst im 18. Jahrhundert auf dem Weg zur Moderne. Und richtig, richtig massentauglich wird es noch später, weil man schneller durch die Stadt gehen will. Und dann empfindet man die Tram und die Straßenbahnen und die U-Bahn. Ja, also auch im kleinen Bereich wird Leben unglaublich dynamisiert. Und dann kommt das Automobil. Inzwischen sind es Milliarden von Automobile und ehrlich gesagt, der Aufwärtstrend ist immer noch nicht fertig. Ganz Deutschland lebt davon oder die Hälfte von Deutschland. Allein in Deutschland wurden im letzten Jahr 3% mehr Automobile zugelassen als im vorletzten Jahr. Da sehen Sie sozusagen die Dynamisierung, übrigens auch die Stoffumwandlung, wie schnell wir Welt umwandeln, steigt. Der Verkehr steigt in allen Hinsichten und dann kommt das Flugzeug. 2 Millionen Menschen sind jetzt gerade über uns in der Luft und wenn die Aliens richtig gut sind, stellen die fest, es ist nicht nur die Materie, also die Rohstoffe und die Güter, die in Bewegung setzen und die Menschen in immer höherem Maße eigentlich. Mobilität nimmt auch im Autoverkehr zu, im Zugverkehr zu, im Flugverkehr zu. Aber es kommen noch die Kapitalströme, die Ideenströme, die Datenströme, die Bilderströme, die Musikströme hinzu. Dienste heißen ja nicht umsonst Streaming. Also was ist diese soziale Formation? Es ist eine Formation, die Welt buchstäblich in Bewegung setzt. Ja, Welt in Bewegung setzen heißt modernisieren und das sieht man von außen. Und die spannende Frage ist jetzt, wieso ist denn das so? Was treibt die Subjekte? Meine Analyse lautet an der Stelle, eine moderne Gesellschaft ist eine Erklärung ist selber struktureller Art. Ja, wenn die Aliens gute Soziologinnen haben, dann stellen die fest, das liegt unter anderem daran, dass diese Gesellschaft gar nicht anders kann. Wenn sie nämlich nicht wächst und innoviert und beschleunigt, wenn sie nicht einen Zahn zulegt, dann kann sie das, was sie hat, nicht erhalten. Das sind die Rolltreppen nach unten, da haben wir sie schon am Bild. Wir stehen individuell und kollektiv immer auf Rolltreppen nach unten, wenn wir nicht wachsen, wenn die Wirtschaft in der Schweiz aufhört zu wachsen und wenn sie Produktivität nicht steigern und wenn sie nicht innovativ bleiben. Wenn man in Kloten landet, begrüßt einem das gleich als eine der ersten Werbungen. Ja. Nachhaltigkeit geht nur durch höhere Innovationen. Ja. Also ist eigentlich absurd. Ja. Man kann das Bestehende nur erhalten, wenn man immerzu innoviert und beschleunigt und wächst, also nach oben läuft. Weil ohne Wachstum, ohne Innovation, ohne Beschleunigung, Produktivitätssteigerung, Optimierung, verlieren wir Jobs, schließen die Firmen, kann man das Gesundheitssystem, das Pensionssystem, das Pflegesystem, das Bildungssystem nicht aufrechterhalten. Also diese Gesellschaftsformation kann sich nur durch Steigerung erhalten. Aber wie machen die denn das? Es sind ja nicht Institutionen, die wachsen und beschleunigen und innovieren. Es sind die Menschen, es sind Sie und ich. Ja, irgendwas muss uns jetzt inwendig treiben, diese Steigerungsleistung zu vollbringen. Steigerungsleistung sozusagen ist nichts, was ich von außen erklären kann. Ich muss jetzt gucken, wieso machen, das würden sich doch die Aliens sofort fragen, wieso machen die denn das?
Ja, ich meine, die rennen schon so verkniffen durch die Gegend und leiden an Burnout und Depressionen und übrigens auch an Umweltzerstörung. Und trotzdem legen sie jedes Jahr einen Zahn zu. Sehr seltsam, ja. Haben sie nicht genug zu essen in der Schweiz? Haben sie nicht genug Häuser oder Wohnungen oder so? Und dann, wenn sie sagen, ja, das verdammte Problem in Deutschland und in der Schweiz ist, ich meine, es gibt schon ein paar Leute, die nicht genug essen und nicht genug Wohnungen haben. Ja, aber die spielen sozusagen strukturell gerade keine Rolle. Und dieses Problem wird durch die Steigerung auch nicht gelöst. Und deshalb ist strukturell das Problem der Schweiz und Deutschlands, dass wir, obwohl wir genug Brot haben, eigentlich haben wir eher alle das Fettleibigkeitsproblem, trotzdem irgendwie noch Steigerung hinkriegen müssen. Das weiß auch Migros eigentlich. Ja? Also komischerweise, ich würde wirklich sagen, nächstes Jahr müssen sie mehr Brot verkaufen als dieses Jahr. Und wenn nicht Brot, dann halt Schokoladeneier oder sonst was. Und das geht dann halt, indem man dann Kalorien reduziert und gleichzeitig die Fitnessstudios antreibt und so weiter. Also die Aliens würden sich fragen, warum machen die das? Und das ist die Soziologie des guten Lebens. Ja, was treibt uns denn da in dem Spiel? Und jetzt kann man sagen, auf der einen Seite ist es Angst. Ja, und es stimmt auch, die Angst, abgehängt zu werden. Das haben heute ganz besonders auch junge Leute, aber die anderen eigentlich auch. Wenn ich nicht, und jetzt könnte ich stundenlang reden, aber ich habe die Stunden nicht. Es sind die Rolltreppen nach unten. Ja, wenn sie nicht nach oben laufen, auf dem neuesten Stand sind, die Software updaten, die Hardware updaten, sich um ihre Freunde kümmern, um ihre Fitness kümmern, um ihr Bankkonto und die Rentenanlage kümmern und so, dann rutschen sie zurück, dann verlieren sie sowas wie Weltmöglichkeiten. Aber das reicht nicht. Ja, man kann eine Formation nur verstehen, wenn man auch begreift, was da positiv der Anreiz ist. Was treibt denn die Menschen da? Was sind die Glücksverheißungen? Was ist ein gutes Leben für uns? So, und vielleicht, wenn die Aliens, das machen sie glaube ich nicht, aber vielleicht würden sie es tun, die würden jetzt Ethnologen oder Soziologinnen losschicken und sagen, mach mal Interviews. Ja, was ist ihre Konzeption des guten Lebens? Oder vielmehr, was ist die Konzeption des gelingenden Lebens dieser Gesellschaft? Und da würden sie was Komisches zu hören kriegen, nämlich eigentlich würden wir sagen, naja, muss halt jeder für sich selber wissen. Ja, kann man nicht so ohne weiteres sagen. Ja. Also weil jeder hat eine andere Vorstellung. Wir haben nicht eine, also unsere Kultur wird nicht definiert durch eine klare Vorstellung davon, dass man so und so viel Musik machen muss. Und selbst wenn man Musik vielleicht noch als, vielleicht könnten wir uns sogar darauf einigen, aber welche Musik? Spätestens da würden wir uns nicht mehr einigen. Ja. Oder ist Religion wichtig oder ist sie totaler Quatsch? Muss man Kinder haben oder muss man sie nicht haben? Ist Karriere wichtig oder ist sie nicht wichtig? Und wenn Karriere, welche Karriere? Da sagt man es am Stammtisch, man sagt es, wenn Kinder die Eltern fragen, Mami, was ist denn wichtig im Leben oder Papa? Da würden Eltern logischerweise sagen, das kann man dir von außen nicht sagen, welchen Beruf du ergreifen sollst. Also, ich meine, manchmal versuchen es Eltern, meistens mit dem Ergebnis, dass die Kinder dann garantiert das Gegenteil machen. Aber normalerweise ist die Idee auch der Schulen eine Privatisierung der Vorstellung des guten Lebens. Du musst selber rausfinden, was für dich das Richtige ist, wo deine Anlagen liegen, wo deine Fähigkeiten liegen, aber auch welche Möglichkeiten sich ergeben. Und deshalb haben wir die Frage nach dem guten Leben. Ich nenne das Privatisierung des Guten. Ja, muss man selber wissen, muss man selber rausfinden. Ich weiß jetzt auch noch nicht, was in 10 Jahren meine Bedürfnisse sind. Ja, vielleicht habe ich da ganz andere, auch andere musikalische, religiöse, sexuelle Vorlieben oder so, weiß man ja nie. Aber eins scheint sicher, ja, John Rawls schreibt darüber, dass er sagt, also in einer Gesellschaft, die hochdynamisch ist, wo du nie weißt, wie sich die Dinge verändern und wo das Gute privatisiert ist, gibt es doch eine Reihe von Grundgütern, von denen mehr zu haben auf jeden Fall besser ist als weniger. Ein solches Grundgut ist Geld. Meine Rede lautet dann, egal ob Sie Internistin oder Pianistin oder Terroristin werden wollen, weil das ist die Frage, was soll ich aus meinem Leben machen? Mehr Geld zu haben ist immer besser als weniger Geld zu haben. Egal, was Sie damit machen. Und warum ist es so? Weil uns Geld Welt in Reichweite bringt. Ja, also Sie können an Ihrem Kontostand sozusagen Ihre Weltreichweite ablesen. Wenn da viel Geld drauf ist, dann können Sie nach Rio fliegen. Vielleicht, weil da ein schönes Konzert ist, wenn Sie Pianistin sind oder weil da ein toller Chefarztjob landet oder weil da eine Terrorzelle ist oder was auch immer. Aber egal, Rio ist in Reichweite, wenn Sie reich sind. Und die Wohnung in Zürich, ne, da braucht man schon ziemlich viel Geld auf dem Konto, damit die in Reichweite kommt. Aber wenn da viel Geld da ist, dann ist es im Horizont des Möglichen. Auch der Flügel, den Sie vielleicht wollten, oder die Yacht oder das Helikopter-Skiing oder die Ayurveda-Kur in Indien oder so, die kommen in Reichweite. Und deshalb ist, egal was genau Ihre Bedürfnisse sein werden in 5 oder 10 Jahren, mehr Geld besser als weniger Geld. Das ist eine der Ressourcen. Und mehr Bildung ist besser als weniger Bildung. Ja, so dass die Eltern eigentlich sagen zum Kind,
Egal, ob du Pianistin, Internistin oder Terroristin werden willst, wir könnten die Terroristin jetzt auch mal weglassen. Macht die Sache schwierig. Also Internistin, Pianistin oder Telefonistin. Selbst Telefonistin. Ja, Englisch können ist besser, ist immer besser. Ja? Also das ist auch so etwas, was Welt in Reichweite bringt. Kulturelles Kapital, Bildung. Er vergrößert den Horizont des Möglichen. Und Beziehungen auch, ja, sozial, in der Soziologie nennen wir das die Kapitalsorten eigentlich, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, also Bildung, Fähigkeiten, soziales Kapital, Leute, die man kennt, Beziehungen, die man hat, Freunde, die man erreichen kann, auf Facebook oder anderswo. Und bei Gesundheit ist es auch so und Fitness, eigentlich glaube ich, wenn Sie darüber nachdenken, wo Sie über das gute Leben nachdenken, da fallen wir fast zurück in eine frühere Stufe. Ich meine, Aristoteles hat gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem Leben, das ist Gesundheit irgendwie, genug zu essen haben und sowas, lang leben, und das gute Leben, das war für ihn Philosophie oder so etwas. Ja. Und wir sind eigentlich dabei, die Philosophie zu vergessen, weiß man nicht so genau, ja. Aber gesund ist immer gut, fit, ja, 10.000 Schritte am Tag, Fitness und ich weiß nicht was alles, Ayurveda und die richtige Diät und so, weil das ist Körperkapital. Und das ist, weil wir den Körper nicht loswerden, ist das ganz wichtig. Langleben ist wichtig, egal ob Telefonistin, Internistin oder Pianistin oder so. Gut, also das erklärt meiner Ansicht nach die dominante, jetzt haben wir einigermaßen eine Erklärung, wie diese Formation funktioniert. Sie muss sich permanent steigern und sie versucht, Weltreichweite zu vergrößern. Und ich nenne das Programm des Verfügbarmachens. Geld ist ein Mittel, mit dem ich mir Welt verfügbar mache. Technik übrigens auch, mit so einem Smartphone. Kann ich nicht nur testen, wie viele Minuten ich noch habe, nämlich noch 10. Sondern auch alles Weltwissen ist immer nur ein Klick weg. Und alle Freunde sind immer nur ein Klick weg. Und alles, was es gibt, dieses Erreichbarmachen von Welt durch Technik, ist eine zentrale Verheißung. Also das Verfügbarmachen von Welt treibt uns als Subjekte und die Angst, dass wir abgehängt werden. Und jetzt behaupte ich, zweiter wichtiger Schritt, das hat aber ziemlich viele Schattenseiten. Dieses erreichbar, verfügbar machen von Welt, sie wissenschaftlich durchdringen, ökonomisch erreichbar machen, technisch zugänglich machen, hat auf der Makroseite ein Problem, auf der Formationsseite, weil nämlich, wenn wir über Welt nachdenken, über den Weltzustand, fällt uns als erstes Umweltzerstörung ein, Klima, schmelzende Gletscher und sowas. Das heißt, diese erreichbar, verfügbar gemachte Welt scheint sich irgendwie zurückzuziehen. Ja, wir nehmen die als bedroht wahr. Scheiße, wir rotten die ganzen Delfine aus und die Wale und die Eisbären und die Schmetterlinge und selbst die Fische, die normalen Fische scheinen weniger zu werden und die Gletscher. Und dann wird es auch eine bedrohliche Natur. Der Klimawandel könnte echt zum Problem werden. Wenn da mal der Permafrost in den oberen Regionen auftaucht, dann wird man das auch in der Schweiz merken, ja, wenn die Lawinen, man merkt es vielleicht jetzt schon, wenn die Lawinen und so runterkommen. Da könnte man sagen, an dem Weltverhältnis scheint irgendwie ein Problem zu sein. Aber es gibt auch auf der Innenseite, ja, erreichen Subjekte durch diese Strategie, mehr Welt in Reichweite zu bringen, mehr Körperkapital, mehr kulturelles Kapital, mehr Bildungskapital, ein gelingendes Leben. Und da lautet meine These, eigentlich nicht die Zeichen, dass das zu einer fundamentalen Entfremdung führt, kann man in der Kulturphilosophie lesen. Also eigentlich ist zum Beispiel Marx sagt, es kommt zur Entfremdung, Weber sagt, Entzauberung ist ein Grundproblem, Camus sagt, der Sinn oder die Erfahrung der Absurdität nimmt zu, weil wir nicht anders können, als in die Welt zu rufen und wir erfahren nur, dass sie uns schweigend oder feindlich gegenübersteht. Da gibt es ganz viele Diagnosen von Entfremdung, Entzauberung, unlesbar werden der Welt. Und ich glaube, in unserem Alltag sieht man das an zwei Seiten. Erstens eine Zunahme von Burnout und Depressionserkrankungen. Und übrigens auch die Leute, die gar nicht erkrankt sind. Ich habe heute gesehen, hängt irgendwo in der Zeitschriftenladen schon wieder, das funktioniert schon seit Jahren, wenn Sie ein Magazin ein Auflagenproblem hat, veröffentlicht einen Titel, da steht Burnout drauf und dann stürzen sich die Menschen drauf, weil sie Angst vor dem Zustand haben, weil sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr lange, dann passiert mir das auch, trotz großer Weltreichweite. Und was ist Burnout? Es ist ein Zustand, in dem wir vielleicht viel Geld haben und einen tollen Job und tolle Freunde und auch gesund sind, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir sind innerlich eigentlich irgendwie tot. Ja, nichts berührt mich mehr. Ich habe das Gefühl, ich spüre mich gar nicht mehr. Und die Welt da draußen ist bleich und stumm und spricht nicht mehr zu mir. Und ich glaube, auf der anderen Seite entsteht ein Wutbürgertum, das Aggressionspotenzial, können Sie in den USA schön sehen. Ja? Die Trump-Anhänger, die sind gerade wieder in voller Fahrt. Ja? Sie wollen eigentlich die Mexikaner raus und die Immigranten raus und die Wall Street-Leute alle einsperren oder die Liberals oder so. Und die Liberals würden gerne Trump umbringen. Und so Ähnliches sehen Sie überall. Aggressionspotenzial steigt. Und deshalb würde ich sagen, als Formationsanalytiker, da stimmt was nicht in unserer Konzeption des guten Lebens. Und warum nicht? Weil Glück, weil das wirkliche gute Leben für uns auch in der Erfahrung eine andere Form hat. Sie haben es schon in der Einleitung gehört,
nämlich in Resonanz zu treten mit der Welt, ist das, was wir eigentlich suchen, was Menschen sich wünschen, weshalb sie das Reichweitenprogramm eigentlich überhaupt in Gang setzen. Und was ist Resonanz? Es ist eine Form, es ist eine Art der Beziehung. Sie können mit Menschen in Resonanz treten, Sie können mit der Natur in Resonanz treten oder mit Kunst oder auch mit Ihrer Arbeit. Wenn vier Dinge, da müssen vier Dinge zusammenkommen. Resonanz hat vier Elemente. Erstens, etwas berührt und bewegt mich. Ich befinde mich da nicht im Steigerungsmodus. Ich muss schnell sein, ich muss effizient sein, ich muss irgendwas optimieren. Mein Blutdruck oder meine Schrittzahl oder meine Klickraten oder meine Freunde oder so. Nein, Resonanz ist etwas, wo ich plötzlich von einer Sache bewegt oder berührt werde, gerade wenn ich nicht mit ihr gerechnet habe. Irgendetwas durchschlägt den Panzer des Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus und löst sowas wie eine Bewegung in uns aus, eine Berührung. Das ist, Sie haben es schon gesagt, sowas wie eine Verflüssigung des Weltverhältnisses. Plötzlich, Musik kann sowas hinkriegen, ja, wir werden es nachher vielleicht gleich erfahren. Plötzlich ändert sich die Art des in der Weltseins und ich kriege eine andere Form des in Beziehung Tretens. Manchmal passiert es auch im Dialog. Ja, vielleicht sind Sie, wie Sie es gesagt haben, völlig abgekämpft hierher gekommen und haben eigentlich gar keine Lust und sind auch nur da, weil Ihr Lebensgefährte Sie gezwungen hat oder so. Und es kann trotzdem passieren, dass Sie das Gefühl haben, oh, das spricht irgendwas zu mir, ja, etwas spricht mich an. Und das zweite Moment, deshalb ist das erste Affizierung, ja, ad facere, affickere, etwas bewegt mich, berührt mich, ergreift mich, ich erfahre einen Anruf. Diese Gesellschaft hat eine Krise der Anrufung, wir erfahren das ganz selten, dass da etwas uns wirklich bewegt, aber das reicht nicht. Ja, Glück entsteht, das gute Leben ist, ich rede nicht vom guten Leben in meinen Büchern, sondern vom gelingenden Leben, weil das sind Prozess. Figuren, prozesshafte auch Momente. Und das zweite Moment ist, ich erfahre mich als selbstwirksam, ich reagiere darauf. Ja, wenn Sie von Musik angesprochen werden, fangen Sie unwillkürlich an. Sie können übrigens Musik gar nicht hören, ohne dass Sie die Töne, die Sie gerade gehört haben, noch nachhören. Man nennt das Retention, die behalten Sie. Und Sie erwarten die zukünftigen, das ist Protention. Und indem Sie auf diese Weise arbeiten, wird Musik zum Erlebnis. Ja, Sie erinnern sich an eine Melodie, Sie nehmen die wahr und vielleicht erkennen Sie die Melodie auch wieder und dann fängt es in Ihnen an zu singen und vielleicht klatschen Sie auch mit oder wippen Sie mit, je nachdem. Und da merken Sie, wie Sie selbstwirksam sind. Das heißt lebendig werden, dass man reagiert auf den Anruf und die andere Seite auch erreicht. Eine lebendige Beziehung der Wechselwirkung herstellt. Und in dieser Beziehung der Wechselwirkung verwandeln wir uns. Die Art des in der Weltseins wird dann eine andere. Und wenn Sie sich von etwas berühren lassen, das kann ein Sonnenuntergang sein vielleicht oder ein Mensch, der Sie anspricht auf der Straße oder ein Buch, das Sie lesen und es berührt Sie wirklich und Sie fangen an, damit zu arbeiten, dann sind Sie hinterher andere als vorher. Ja, wenn man biografische Interviews macht, das machen Soziologinnen oft, dann sagen dann Menschen ganz, ganz häufig, ich war auf dem Weg dahin und ich war irgendwie im Streif und hatte viel zu tun und dann ist mir was passiert. Dann bin ich dem Mensch begegnet, da habe ich das Buch gelesen oder so oder manchmal ist es sogar eine Krankheit oder so. Und dadurch habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mich irgendwie verändert. Danach war ich ein anderer oder eine andere. Und im Kleinen können wir das auch erfahren, wenn die Musik, die wir gleich hören werden, uns berührt. Ja, da ändert sich das Weltverhältnis. Die Art, wie wir miteinander in Beziehung treten, ändert sich dadurch. Deshalb ist das dritte Moment von Resonanz Transformation. Und ich glaube, ich kann nachweisen, mit Hilfe von Psychologinnen und Psychologen, dass genau das die Erfahrung von Glück und von Lebendigkeit ist. Mit einem anderen so in Austausch zu gehen, dass ich berührt werde, dass ich selbstwirksam antworte und dann ereignet sich etwas, was eine transformative Kraft hat. Hinterher bin ich ein anderer und auch zumindest für mich ist das Ding, mit dem ich es da zu tun habe oder der Mensch, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin oder in einer Beziehung, eine andere. Deshalb ist Resonanz immer auch ein leibliches Geschehen. Es hat aber das Moment der Unverfügbarkeit, was bedeutet, ich kann es nicht erzwingen. Ja, ich kann nicht sagen, in 7 Schritten zur Resonanz oder wie Sie mit Ihrem Lebenspartner oder Lebenspartnerin wieder in Resonanz kommen, wenn es nicht da ist. Es gibt keine Schritte. Ja, wir versuchen das mit dem Candlelight-Dinner oder an Heiligabend oder so. Ja, da wollen wir rausspringen aus dem Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus und wirklich in Resonanz treten. Und auch in der Safari, da wollen Sie mit dem Tiger in Resonanz treten, aber so, dass er Ihnen nichts tut. Und es funktioniert nicht. Und wissen Sie, was noch schlimmer ist? Wenn es funktioniert, kann man nicht sagen, was dabei rauskommt. Ja, wenn man sich wirklich berühren und transformieren lässt, kann man nicht sagen, was rauskommt. Und deshalb habe ich dieses Unverfügbarkeitsbuch geschrieben, weil das das vierte Moment ist. Und genau an dem Punkt der Unverfügbarkeit beißt es sich mit unserer Steigerungsorientierung. Und ich glaube, das erleben Sie und ich jeden Tag.
Ja, es gibt ganz viele Dinge, die wir irgendwie gezwungen oder gehalten sind oder auch die wir optimieren wollen, ein bisschen besser werden. Ja, vielleicht soll das Konto am Ende des Monats ein bisschen besser ausstehen oder ein bisschen mehr Freunde oder ein bisschen mehr Schrittzahlen und ein bisschen mehr Achtsamkeit und ein bisschen besser um Kinder kümmern, ein bisschen mehr für den Garten tun. Ja, also eigentlich versuchen wir uns parametrisch zu optimieren. In allem, was sie tun, gibt es irgendwie die Möglichkeit, da noch ein bisschen draufzulegen. Ein bisschen mehr fürs Aussehen, ein bisschen mehr für die Fitness, ein bisschen mehr für die Eltern, ein bisschen mehr für die Kinder und so weiter. Und diese Steigerungslogik, die ist in der Formation, der Steigerungsformation angelegt, die beißt sich mit diesem Erfordernis, sich anrufen zu lassen und sich transformieren zu lassen auf eine Weise, die man nicht vorhersehen kann. Und deshalb gibt es eine Spannung zwischen einem Resonanzverständnis des guten Lebens, auch in Resonanzinstitutionen und Praktiken, und der Steigerungslogik, der diese Formation folgt. Und was wir also brauchen, ist sowas wie eine formative Revolution. Und wie wir das machen, können wir nachher gerne im Gespräch klären, weil meine Zeit ist rum. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.
Ja, ganz herzlich willkommen auch meinerseits. Schön sind Sie hier, schön darf ich hier sein. Ist mir ein großes Vergnügen, dass wir uns wiedersehen, Herr Rosa. Wir haben gerade Musik gehört. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie ja mal eine Rockband hatten mit Professorenkollegen. Am Keyboard haben Sie gespielt. Ja. Mittlerweile spielen Sie vor allem noch auf der Orgel und da gerne dann aber auch mal Heavy Metal. Ja, können Sie sich aber auch für Bach begeistern? Ja, ich kann mich auch für Bach begeistern oder für Bruckner. Ich war gerade zum ersten Mal in Linz, der großen Brucknerstadt. Deshalb ist mir das wirklich auch, ist auch eine der zentralen Quellen. Aber interessanterweise, kann es schon gar nicht rechtfertigen, aber Rockmusik war für mich als Jugendlicher irgendwie sowas wie die Nabelschnur zum Leben und ist in gewisser Weise bis heute geblieben, wenngleich meine Ehrfurcht vor Bach oder Beethoven deutlich höher ist. Und ich liebe das auch, solche Musik zu hören und zu spielen. Nun haben wir uns heute ja vorgenommen, über Resonanz, Unverfügbarkeit und das gute Leben zu sprechen. Und ich wollte gerne anfangen mit dem ersten Beispiel in diesem Buch Unverfügbarkeit, nämlich mit dem Schnee. Sie sagen, Schnee ist ein typisches Beispiel für Unverfügbarkeit. Und natürlich wollen diese Menschen hier wissen, was hat denn Schnee zu tun mit dem guten Leben? Ja, also für mich hat das schon immer sehr viel miteinander zu tun. Ich weiß nicht genau, warum. Ich bin immer noch totaler Schneefan. Also eigentlich studiere ich immer noch
Ich hab zum Beispiel auf meiner, auf der, geht ja alles mit Smartphones, ja, können Sie überall gucken, wie das Wetter ist. Und mein Lieblingsort ist Jakutsk, die kälteste Stadt der Welt. Dort ist immer noch, habe gerade geguckt, irgendwie in 7 Tagen könnte zum ersten Mal seit einem halben Jahr die Temperatur wieder über 0 Grad gehen. Aber im Winter ist sie irgendwie bei minus 48 Grad. Und es liegt irgendwie daran, dass das war so intensive Erfahrung. Und wenn, als Kind, wenn das anfängt zu schneien, was da passiert. Ich meine, da passiert eigentlich was, und deshalb habe ich das Unverfügbarkeitsbuch damit begonnen, was ja eigentlich keiner gemacht hat. Das ist eigentlich sowas wie, vielleicht will ich ein neues Buch schreiben über Mediopassiv, wo Dinge einfach geschehen, ohne dass es klare Täter oder Opfer gibt. Es schneit. Na, wer schneit denn? Oder wer wird geschneit? Nein, es schneit. Ne? Da gibt es keinen Täter und kein Opfer. Und dieses sozusagen, da ereignet sich etwas, was ich nicht machen kann. Und bisher kann es auch noch keiner machen. Und man kann es auch nicht mal sicher vorhersagen. Also wir wissen alle, dass ganz viele Menschen versuchen zu wissen, gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten oder nicht? Und die Meteorologen werden gelöchert. Aber sicher wissen sie es maximal 5 Tage oder so vorher. Also man kann es nicht sicher vorhersagen, man kann es auch nicht machen. Ne? Und ich behaupte, wenn man es auf Knopfdruck schneien lassen könnte, dann verliert der Schnee diese transformative Kraft. Aber Schnee ist auch deshalb cool, weil sie seiner nicht habhaft werden können. Ja, sie nehmen ihn in die Hand und wollen ihn haben und dann zerfließt er, er schmilzt weg. Und sie, nicht, dass ich es nicht versucht hätte, man nimmt ihn mit ins Haus, dann löst er sich auch auf, also macht man ihn in die Tiefkühltruhe. Aber der Kack ist, das ist dann kein Schnee mehr. Ja, also er ist noch irgendwie da, aber das ist nicht mehr das, was ich als Schnee liebe. Also braucht man andere Techniken. Man macht Schneekanonen. Ne? Es gibt Kunstschnee, der bis 50 Grad hält. Und ich fahre auch gern Ski, aber da kommt, glaube ich, nicht meine Schneeleidenschaft her. Und wenn man in die Schweiz geht, zum Beispiel meine heimliche Leidenschaft, habe ich schon gesagt, das Berner Oberland, obwohl ich demnächst nochmal in die Lenzer Heide gehe. Aber, und da sehen Sie dann im Frühjahr irgendwie diese Kunstschneebänder. Und das ist cool zum Skifahren, aber das ist nicht Schnee. Das ist nicht die Schneeerfahrung, die man eigentlich haben kann. Und auch der Versuch dann, okay, gehe ich halt in den Ort, der Schneegarantie hat. Ja, die werben ja alle damit. Das ist Verfügbarmachung. Fahr irgendwo hin, wo du ganz sicher Schnee hast. Mal abgesehen davon, dass es mit dem ganz sicher, da muss schon ziemlich hoch hinaus. Und dann, und da verliert dieses Verfügbarmachen, transformiert die Qualität dessen. Wenn ich es auf Knopfdruck schneien lassen könnte, hätte ich nicht mehr diese Erfahrung, die ich sonst mit Schnee haben kann. Also es ist ein super Beispiel, dachte ich, um damit ein Unverfügbarkeitsbuch zu eröffnen. Genau, es ist ein super Beispiel, um Unverfügbarkeit zu motivieren. Aber wir wollten ja noch verstehen, was es zu tun hat mit dem guten Leben. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt fällt's mir wieder ein. wenn ich in den Skiurlaub fahre, dann bin ich wahrscheinlich nicht besonders glücklich, wenn es da keinen Schnee gibt. Das ist genau das ist wirklich der entscheidende Punkt. Und deshalb wollen wir die Sachen sicher haben und verfügbar haben. Das treibt unser ganzes Leben eigentlich. Ich habe da auch mir lange darüber nachgedacht. Also eigentlich ging es mir um diese Frage. Ich habe das ja vorhin angedeutet, dass halt Resonanzerfahrungen doppelt unverfügbar sind. Du weißt nicht, wann sie kommen. Also weil nämlich, ich kann eben genau in Skiurlaub fahren, weil es da ganz sicher Schnee hat. Also für mich ist Schnee eine Art von Resonanzes gegenüber. Aber wenn ich eben in Skiurlaub fahre oder nach Jakutsk, kann es gut sein, dass mir es einfach nur eklig vorkommt. Ich frage mich manchmal auch, was hast du eigentlich mit dem Schnee? Der ist lebensfeindlich und kalt und scheußlich. Ja? Also ich kann Resonanz nicht erzwingen und ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Und trotzdem wollen wir ihn verfügbar machen. Also ich will ihn dann sicher haben. Und also dachte ich habe das ganze Buch darauf angelegt, dieses Verhältnis zu sehen. Weil ich glaube, wir versuchen, Musik ist ja auch so ein Beispiel. Musik ist ein super interessantes Beispiel dafür. Also ich kann mit Musik nicht in Resonanz treten, wenn ich sie nicht hören kann. Also haben wir versucht, regelmäßige Aufführungen zu haben. Konzerthäuser, Konzertpraktiken kann ich immer hingehen. Aber vielleicht will ich nicht am Freitag, wenn das Bach-Konzert ist, mit Bach in Resonanz treten, sondern am Samstag. Also haben wir Tonträger erfunden. Du kannst bei dir zu Hause Bach hören, vielleicht sogar die bestmögliche Aufnahme. Und wir wollten das Ding immer verfügbar haben. Und deshalb haben sich ganz viele riesige CD- oder Schallplattensammlungen angelegt, damit ich, wenn die Zeit gekommen ist für Bach, ich ihn auflegen kann. Und heute ist ja irgendwie die Sache mit der Verfügbarkeit weitergegangen. Sie locken sich ein in Streamingdienst, der Spotify. 9 Millionen Musiktitel immer verfügbar. Die Frage ist aber, ob das die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Musik in Resonanz treten, erhöht oder verringert. Und meine These war, die permanente Bemühung, Dinge verfügbar zu machen, senkt erstaunlicherweise genau die Wahrscheinlichkeit von Resonanzerfahrung. Und das würde ich gerne noch so ein bisschen besser verstehen. Sie haben da auch einen schönen Begriff, dass Sie sagen, wir konsumieren im Aggressionsmodus. Und Sie beschreiben, dass wir eben zum Beispiel immer so unterwegs sind, dass wir sagen, ich war da, ich habe es gesehen, ich habe das und das gegessen, dann wird es sofort fotografiert und ins Internet gestellt und so weiter. Und damit verunmöglichen wir dieses Moment der Resonanz. Mir
fiel dazu dann der Siegfried Krakauer ein, ein Filmtheoretiker aus den 1920er Jahren, der Texte geschrieben hat über das Fotografieren. Und der sagt interessanterweise etwas, glaube ich, Erstaunliches. Er behauptet nämlich, dass wir deswegen als Touristen so viel fotografieren, weil wir Angst haben davor, berührt zu werden. Das Bild schafft Distanz. Weil ich es nicht aushalte, berührt zu werden vom Sonnenuntergang, mache ich ein Bild, dann kann ich auch wieder gehen. Ja, ich finde, das ist eine interessante These. Also ich meine, ich kann dir insofern was abgewinnen, dass ich sagen würde, sich berühren zu lassen. Also vor allen Dingen, wenn man den Resonanzgedanken ernst nimmt, das bedeutet nämlich, die Berührung findet immer durch etwas statt, was mir ein anderes bleibt, was ich nicht völlig unter Kontrolle habe. Also ich glaube, diese Resonanz kann eigentlich nur mit etwas entstehen, was ich nicht vollständig kontrollieren kann. Nur dann kommt es zu dieser Berührung. Und das verwandelt mich in einer Weise, die ich nicht vorhersagen kann. Das ist riskant. Und wenn ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden eigentlich verletzt werden heißt, überwiegend, dann für mehr Licht, da sieht man die Menschen. Also, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden, verletzt werden heißt, dann wehre ich mich dagegen und will es nicht haben. Aber trotzdem glaube ich, das Fotografieren, da bin ich nicht, ich glaube, da würde ich Kakao ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Hauptidee ist, dass man es festhalten will. Ich denke mir immer auch eigentlich, man will die Resonanzpotenz festhalten. Vielleicht kommt da so ein Moment rein, ich kann sie jetzt gerade nicht ganz ausschöpfen, vielleicht will ich es auch nicht ganz ausschöpfen, aber ich will es für später mitnehmen. Und da sieht man wirklich, ich komme selber immer wieder in diese Versuchung. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, Eiger, Mönch, Jungfrau, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, schon als kleines Kind, obwohl mir auffällt, dass Kinder eigentlich gar nicht landschaftsresonant sind. Aber diese Berge haben mich geflasht. Und neulich habe ich zum ersten Mal auf der kleinen Scheidecke übernachtet. Ja, näher muss ich da gar nicht ran, aber das ist schon cool, weil sie da wirklich vor Eiger, Mönch und Jungfrau sind. Und erstaunlicherweise war es so, dass auch tatsächlich das ein richtiges Alpenglühen gab. Ja, diese drei Berge haben in einem unglaublichen Abendrot erstrahlt. Und ich konnte es mir nicht widerstehen, das zu fotografieren. Und da merkst du aber richtig, wie dieses Fotografieren, dieses Versuch, das im Bild festzuhalten. Stillstellungsmoment, in dem Moment, man muss noch nicht mal die Kamera rausholen, sobald ich den fotografischen Blick reinlege, ändert sich die Art des Inbeziehungtretens. Und ich glaube, das hat mit dem Wunsch zu tun, dass ich es verfügbar haben will, um es dann später auszuschöpfen. Das machen wir ständig. Also Sie kaufen, ich meine, heute kauft man keine CDs mehr, aber mir ist auch aufgefallen, wissen Sie, eigentlich läuft die Geschichte so. Ich meine, sehr viele Menschen kaufen zum Beispiel Schnäppchen und dann, oder nicht Schnäppchen, sondern sie suchen irgendwie eine seltene Beethoven-Aufnahme und dann habe ich sie und das ist eine Art von, und dann trage ich sie nach Hause und rieche erstmal dran. Bei Schallplatten habe ich das immer gemacht. Und dann passiert da was, aber eigentlich irgendwann stellen sie fest, es ist viel zu aufwendig. Ja, dann habe ich mir den gesamten Beethoven gekauft, in einer einzigen Aufnahme. Seither höre ich ihn kaum mehr. Ja, ich habe ja irgendwie alles. Diese Komplettverfügbarmachung erschwert die Möglichkeit des in Resonanz tretens. Haben Sie etwas sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, wahrscheinlich haben wir Angst, wenn wir uns auf Resonanz einlassen oder Resonanz suchen, dass wir auch verletzt werden. Das heißt, Resonanz zu suchen, wir sehnen uns danach, heißt immer auch ein Stück weit ein Risiko einzugehen. Und am besten versteht man das ja vielleicht, wenn man das Beispiel der Liebe nimmt. Und auch das spielt eine große Rolle im Buch, dass Sie sagen, das suchen wir eigentlich. Wir möchten gerne uns verlieben und erfahren, das lässt sich nicht planen, das kommt einfach über uns. Das ist etwas, was im Leben uns zustößt, wie der Schnee, der von sich aus schneit oder es schneit und den wir nicht herbeizwingen können. Und trotzdem, sagt zum Beispiel Eva Illus, auch eine Soziologin, viele Menschen wollen sich gleichzeitig auch nicht mehr verlieben, sondern sie suchen einfach den besten Treffer, weil sie vielleicht einerseits immer optimieren wollen, andererseits aber auch Angst haben davor, überhaupt dieses Gefühl noch zu empfinden. Ist das nicht auch ein Problem oder eine Situation der Moderne? Ja, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich so. Das sieht man wirklich auch bei jungen Leuten, schon bei Studierenden oder so, die dann das Problem haben, dass sie sagen, ja, eigentlich würde jetzt eine Partnerschaft oder eine Liebe überhaupt nicht in meinen Lebensplan passen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte, weil ich bin gerade auf dem Weg nach Cambridge oder sonst wohin. Ja, das ist aber, und es ist halt auch wirklich dieses persönlich berührt werden. Das hat ja mehrere Verletzungsrisiken. Ja, also vielleicht stößt der, in den ich mich verliebe, mich zurück oder so, will mich nicht. Vielleicht transformiert mich das in eine Weise oder es beendet, warum Illus schreibt ja immer davon, warum Liebe wehtut oder warum sie auch endet. Und da sind immer Probleme damit beschäftigt und natürlich ist auch dieses Sondieren des Optimierungshorizontes, vielleicht kommt jemand, der noch besser geeignet ist, etwas, was uns in ein problematisches Verhältnis dazu hat. Es gibt übrigens, ich meine, ein Kapitel in dem Buch handelt davon, dass Begehren ist ja hochinteressant. Also erstens mal, das Begehren ist ja vielleicht das eine, eines der zentralen Dinge, über die sie nicht verfügen können.
Sie können nicht bestimmen, wen sie begehren zum Beispiel. Ja? Also sexuelle Orientierung, aber auch welcher Partner oder welche Partnerin. Das kann ich halt dummerweise nicht machen. Aber es ist auch so, dass wir genau das begehren, was wir nicht völlig verfügen können. Vielleicht muss ich eine ganz kurze Zwischengeschichte einschieben, weil mir das eigentlich der Schlüssel zu sein scheint. Da geht es um Musik bei Igor Levit. Igor Levit ist ein russischer Pianist, ein Star-Pianist, russisch-deutsch. Und er wurde im Zeitinterview gefragt, ob er die Mondscheinsonate noch hören und spielen kann. Ja, und man versteht die Frage sofort, wenn man denkt, tausendmal gehört, tausendmal gespielt, da kann ja nichts mehr passieren. Und er sagt, doch, jedes Mal, wenn er sie spielt, hat das Gefühl, sie rutscht ihm ein Stück weg. Ja, sie wird ihm fremder, sie entzieht sich ihm. Und das genau löst bei ihm das Begehren auf, das wieder zu spielen. Ja, und dann festzustellen, da ist noch was, was ich nicht völlig habe. In dem Moment, wo er sie völlig hat, wo er das Gefühl hat, jetzt habe ich sie durch und durch, erlischt das Begehren. Und das fand ich völlig, völlig plausibel. Ja. Begehren und die Erfahrung von Resonanz und Glück hat etwas damit zu tun, dass ich das andere nicht vollständig unter Kontrolle kriege, nicht vollständig haben kann. Und es gibt eine schöne Geschichte, weil Sie die Liebe ansprechen von Woody Allen über Liebe. Da hat der hält sich nämlich an dem Problem auf. Also der hat folgendes Problem, ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber ist ja Woody Allen, also ich kann nichts dafür. Also er hat eine Lebenspartnerin, die er unglaublich schätzt für ihren scharfen Verstand und für ihren intellektuellen Witz, für ihre intellektuelle Begabung, aber ihren Körper findet er überhaupt nicht mehr attraktiv, weil er hat sich in ein Fotomodel verliebt, was einen wahnsinnig schönen, attraktiven Körper hat, aber dummerweise, sobald sie den Mund aufmacht, erlischt sozusagen die Attraktion, weil er sie intellektuell überhaupt nicht schätzt. Und jetzt ist er halt Gehirnchirurg und er schafft es, den Körper der einen mit dem Geist der anderen zu verbinden, also er nimmt das Gehirn der klugen Frau und setzt es in den Körper des Fotomodels. Und da würde man jetzt eigentlich denken, das ist die Erfüllung aller Begehrungen und aller Sehnsüchte. Und was passiert? Er verliebt sich in eine dritte Person, die weder seinen intellektuellen noch seinen körperlichen Attraktivitäten entspricht. Ich finde, da sieht man sozusagen das völlige Verfügen können drüber. Er erlischt, tötet geradezu Begehren und tötet auch die Liebe. Ist diese Bewegung hin zum, sagen wir mal, Verschwinden des Unverfügbaren ja auch etwas, was in diesem Buch ganz, ganz wichtig ist und für die Moderne steht, nämlich weil wir alles verfügbar machen wollen, da müssen wir vielleicht kurz erklären, was das ist, nämlich beherrschbar machen wollen, durchleuchten wollen, verstehen wollen, vermessen wollen, vergleichen wollen, optimieren wollen und so weiter, also handhabbar machen. Weil wir das tun, entstehen verschiedene Probleme für uns. Einerseits haben wir eben weniger Resonanzmomente, aber wir könnten auch sowas sagen, und auch das ist eine These, die Sie vertreten, dass wir plötzlich für so unglaublich viel verantwortlich werden. Denn wir können jetzt nicht mehr wie Hiob zum Himmel hochschreien und fragen, warum schneit es nicht oder warum geschehen sonst irgendwelche schlimmen Dinge, sondern wir haben dann einen Schuldigen unter uns. Plötzlich sind die anderen Menschen diejenigen, die mich bedrohen. Es ist nicht mehr das Schicksal, das mir zustößt, sondern ich bin selber schuld oder jemand hat mir etwas Böses getan. Und das macht die Welt wahrscheinlich auch feindlich. Ja, das ist genau, also das ist der Punkt mit dem Versuch, die Dinge berechenbar machen, beherrschbar zu machen, optimierbar zu machen, zurechenbar machen, hat alle möglichen Nachteile. Also ein Nachteil ist, dass wir damit soziales Leben und eben auch Resonanzmöglichkeiten eigentlich geradezu abtöten. Das fällt mir immer wieder ein, das kann man mit Lehrerinnen und Lehrern diskutieren im Unterrichtsgeschehen. Wo plötzlich sich sowas wie Resonanz im Klassenzimmer herstellt, das sagen dann tatsächlich auch Lehrer, da kommen dann die Schüler auf Ideen, die sie selber noch nie hatten. Das ist dann eigentlich Resonanz. Wir gehen da mit dem Stoff auf eine Idee und dann sagen die Schüler, könnten wir das nicht nochmal ganz anders machen? Und dann haben sie das Problem, steht aber so nicht im Lehrplan oder so. Das Problem hat man immer. Ich habe gerade mit dem Leipziger Oberbürgermeister diskutiert, da hatte so eine Agentur die Idee, eine Großstadt wie Leipzig zur resonanten Stadt zu machen. Und da sagt der Bürgermeister eben auch, dann haben zum Beispiel Jugendliche eine super Idee im Jugendzentrum oder so, leuchtende Augen, oh, wir wollen was machen. Und dann sagt er als Bürgermeister, ja, gute Idee, aber ihr braucht dafür irgendwie den TÜV, ihr braucht dafür die Zustimmung des Landratsamtes, muss erstmal ein Planfeststellungsverfahren und tausend Sachen. Und dann ist diese Idee tot. Ja, also das Problem ist das Verfügbarmachen von Dingen, das Zurechenbarmachen, das hat ja immer auch eine rechtliche Seite, das hat eine Antikorruptionsseite, ja, Transparenz herstellen, Datensicher. Eigentlich an der Stelle rede ich am liebsten von meinem kleinen Tennisclub im Schwarzwalddorf Grafenhausen, das Sie unbedingt besuchen müssen. Also wir haben so einen kleinen Tennisclub, ne, und der pfeift aus dem letzten Loch wie die ganzen Tennisclubs auf dem Land. Und trotzdem gibt es da noch sowas wie soziales Leben, nämlich zum Beispiel, wir haben sowas wie ein Newsletter eingerichtet, ja, wo wir einfach, so was wir vorhaben, wann ein kleines Schleifchenturnier ist oder wann eine Gastmannschaft kommt oder sowas.
Sie dürfen heute kein Newsletter mehr betreiben, wenn Sie nicht den Datenschutz sozusagen geregelt haben. Ja, jeden Einzelnen um seine Einwilligung fragen und genau hinschreiben, was man mit den Daten machen. Wir haben irgendwie zum Glück einen Juristen im Verein, der uns eine vierseitige Datenschutzerklärung geschrieben hat, die wir erstmal auf der Homepage dafür hinstellen mussten. Oder wir haben eine kleine Schankwirtschaft, wo wir dann ab und zu, wenn wir da sind, was trinken oder was kochen können oder einen Ofen oder so. Aber das dürfen Sie nicht betreiben, wenn Sie nicht jemand haben, der Schankwirt Kompetenz hat, der die Hygieneverordnungen durchsetzt und dafür auch die Verantwortung übernimmt. Da muss man jemand auf Schulung schicken. Und im Sommer haben wir für die Jugendlichen im Dorf immer sowas wie eine Ferienwoche angeboten. Machen wir nicht immer noch. Und da geht das Chaos erst recht los. Obwohl es nur tagsüber ist, von 10 bis um 4, dürfen Sie das nicht, wenn nicht mindestens zwei die erweiterte Ersthelferkompetenz haben, wenn nicht alle, die da als Betreuerinnen tätig sind, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, wenn der Verein nicht die kooperative Schulung mit dem Jugend- und Landratsamt gemacht hat, dass man die sexuellen Missbrauch vorbeugt oder so. Und diese ganzen Dinge, die töten letzten Endes, also die bringen den Verein zum Erliegen. Ja, irgendwann lässt es. Und das ist die eine Seite, ja, der Versuch, alles zurechnen. Und das wissen Sie, wo immer Sie im Beruf tätig sind. Die meisten Menschen sagen, ich mache meinen Job gern, ja, aber ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Ja, irgendwas killt es. Und das sind dieser Versuch. Und da gibt es ja auch immer, es gibt in jedem einzelnen Punkt gute Gründe. Übrigens habe ich noch die Brandschutz vergessen. Ja, wir mussten auch Rauchmelder installieren. So, das ist das eine. Das andere ist, und da wird es noch interessanter, das Leben wird gar nicht verfügbarer, das wird immer unverfügbarer. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber es ist wirklich so. Junge Menschen zum Beispiel beim Abi, die sind in Panik. Ja, das ist gerade das, was Sie gesagt haben. Ja, weil eigentlich ist die Idee, du musst jetzt dein Leben in die Hände nehmen. Ja, du musst jetzt steuern, wo du hin willst. Und da kriegen Sie ganz kluge Ratschläge. Ermittle erstmal sorgfältig, welche für Studiengänge im Angebot sind. Ja, da sterben Sie dran, weil es gibt alle zwei Wochen Millionen von neuen Studiengängen. Dann ermitteln Sie genau, was Ihre Wünsche und Bedürfnisse und Neigungen und Fähigkeiten sind. Da sterben Sie auch dran, weil wer weiß schon, viele junge Leute sagen, ich weiß nicht genau, wo meine Stärken liegen, es zieht mich dahin und dorthin. Und da bist du schon doppelt schuldiges Subjekt. Ja, weder hast du alle Studiengänge genau sondiert, noch hast du deine Stärken und Schwächen genau ermittelt. Und das heißt, es wird unberechenbar. Auch das gleiche Problem haben wir in der Politik. Und manchmal haben wir es auch im Alltag. Ja, das Auto schließt sie plötzlich ein, weil die Batterie leer ist oder sie den Schlüssel vergessen haben. Und dann sind sie völlig machtlos. Sie kriegen nicht mal mehr das Fenster runter, weil das geht nur elektrisch. Und das begegnet uns wirklich. Ich habe da ein großes Kapitel drauf geschrieben. Und ich meine, jeder weiß, der ein Smartphone hat oder einen Computer, der macht manchmal Dinge, wo man... Der macht es einfach nicht. Der sagt, einen Moment bitte, und dann bewegt er sich nicht mehr. Und diese Unverfügbarkeit ist keine, mit der wir in Resonanz treten können. Die untergräbt Selbstwirksamkeit. Da sagen Sie ja, das ist dann ein Monster. Also wir wollen eigentlich Unverfügbarkeit, wir wollen Schnee, wir wollen Resonanz, wir wollen diese Momente, beginnen aber die Welt uns untertan zu machen, wir wollen sie gleichzeitig durchdringen und dadurch schaffen wir neue Momente der Unverfügbarkeit, die wie ein Monster zur Hintertür wieder rauskommen. Ein gutes Beispiel ist der Laptop, den man an die Wand knallt, weil man fast verzweifelt daran, dass der unverfügbarerweise seine Daten nicht mehr preisgibt. Wie genau können wir das jetzt unterscheiden? Ein gewisser Typus von Unverfügbarkeit ist unglaublich attraktiv. Sich verlieben, Schnee, ein Musikstück zu hören, das ganz tief in einen reinsickert. Andere Momente der Unverfügbarkeit sind furchtbar. Genau deshalb habe ich das Buch geschrieben, weil ich es einfach mal wissen wollte oder wenigstens mal durchdenken wollte. Und ich bin dann eigentlich auf den nicht besonders schönen, auch nicht tiefsinnigen Begriff der Halbverfügbarkeit gekommen, habe aber versucht, ja, weil ich kann nicht mit einer Sache... Das klingt nur so harmlos. Es ist nämlich auch nicht Teilverfügbarkeit. Also der entscheidende Punkt ist, der Unterschied zwischen der Liebe und dem Laptop ist, dass ich die Liebe als eine Art von Antwortverhältnis erfahre. Ich bin da verbunden mit einem Gegenüber, das ich nicht völlig kontrollieren kann. Und auch sozusagen, da entsteht ein Zwischen. Und dieses Zwischen nehme ich wahr als eine Art von Antwortverhältnis. Und der Laptop, so, und übrigens bei dem eben auch Selbstwirksamkeit eine entscheidende Rolle spielt. Ja, ich erreiche auch diese andere Seite. Wir erreichen uns wechselseitig, ohne dass wir uns über uns verfügen. In dem Moment, wo ich über, das habe ich versucht zu durchdenken, also früher gab es reine Sexpuppen, ja, die habe ich immer verfügbar. Ja, fehlt aber den meisten Menschen irgendwas. Und deshalb versuchen jetzt die AI-Leute, Liebespuppen zu machen, ja, die auch noch soziale Kompetenzen und so haben. Und die geben mir dann immer recht und bestätigen mich und so. Und da würde ich sagen, da fehlt auch noch was. Und das ist spannend. Also lassen Sie mich nochmal, also das ist wichtig. Also eigentlich habe ich es durchdacht an der Frage der Hauskatze.
Ja, weil nämlich so eine Hauskatze benutzen wir als eine Art von Resonanzachse. Ja? Ganz viele Menschen wissen es, die haben eine ganz wichtige Funktion, nicht nur für Menschen, die einsam sind, auch für uns, die wir in dem Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus durch die Gegend hetzen. Wenn da abends so ein Ding um die Beine schnurrt und sich anschmiegt und gekrault werden will, das ist Resonanz. Da antwortet, was geht auf mich ein. Aber das funktioniert nur, weil es manchmal nicht schnurrt, sondern knurrt, ne? Oder mir eine Haut. Weil wenn ich einen Roboter programmiert hätte, der garantiert immer kommt und schnurrt und gekrault werden will, das wäre irgendwie nicht die richtige Beziehung. Da fehlt diese Eigenständigkeit. Und dann habe ich überlegt, okay, ich könnte ja nicht diese Roboterkatze so programmieren, dass sie erratisch ungefähr jedes zehnte Mal mir eine haut. Wäre auch nicht das Richtige. Mindestens nicht, wenn ich es wüsste. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst es besser machen. Du programmierst du machst einen Lernenden gegenüber. Ja, aber das geht inzwischen. Ja, künstliche Intelligenz, das Ding lernt und damit reagiert es auch auf dich. Ist es deine Resonanzbeziehung? Ich habe eine Art von lernenden Stoffkatze. Ich meine, das finde ich wirklich wichtig. Durchdenken Sie das. Könnte ich zu so einem lernenden Stoffroboter in die gleiche Beziehung wie zu einer Hauskatze treten? Und meine Antwort war nein, immer noch nein, weil ich versuchen würde herauszufinden, was genau er da lernt, ja, und wie er das macht und wie mein Verhalten mit seinem Verhalten zusammenkommt. Und deshalb funktioniert Resonanz nur, wenn ich diesem anderen einen erkennbaren Eigensinn zugestehe, mit dem ich in Wechselwirkung treten kann. Und das funktioniert nicht mit dem Roboter und auch nicht mit dem Laptop. Ich hätte noch eine Zusatzidee, was vielleicht nicht funktionieren könnte, nämlich, dass bei der Katze vielleicht dieses Moment immer mit drin ist, das hat Montaigne so schön beschrieben, Michel Montaigne, dass wir nie wissen, spielt die Katze gerade mit mir oder spiele ich mit ihr. Und das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir eben nicht sozusagen verfügen können über die Katze. Beim Roboter würden wir wahrscheinlich immer noch denken, welcher Zufallsgenerator ist jetzt gerade eingeschaltet. Bei der Katze wissen wir tatsächlich nicht, spielt die nicht vielleicht auch mit mir. Und das würde ja vielleicht auch zeigen, wenn wir noch danach fragen, wie können wir unser Leben denn einrichten, um Resonanz zu erfahren. Dann, wir haben ja viel gesprochen über die Institutionen, über die Welt, die sich verändert. Aber wenn wir mal bei uns anfangen, könnte man ja sagen, offenbar muss man auch eine gewisse Offenheit an den Tag legen und sich selbst riskieren, könnte man vielleicht sagen. Ja, das will ich eigentlich sagen. Ich glaube, dass man eigentlich nur in eine Resonanzbeziehung eintreten kann, wenn man sich selber aufs Spiel setzt. Und da sind wir wieder bei der Sache mit der Verletzbarkeit, die halt sehr, sehr viele verschiedene Ebenen hat. Wir haben das irgendwie, also gestern war ich schon im Mikrokosmos hier, da ging es ums Erzählkaffee. Und wir haben uns lange, oder wir haben darüber nachgedacht, wie das eigentlich ist, wenn da Menschen ihre Geschichte erzählen, ihre Biografie erzählen, da stellst du oft fest, sie setzen sich aufs Spiel. Ja, zum ersten Mal formulieren sie, ich meine, wenn ich irgendwie zum Supermarkt gehe oder so und sage irgendwie, was weiß ich, diese oder lieber mit Karte als mit Geld, da höre ich auch meine Stimme, aber das ist keine, in der ich mich aufs Spiel setze. Eine, wo man wirklich sozusagen, wo man auch wirklich merkt, eigentlich auch indem ich es erzähle, forme ich mich oder erlebe ich mich nochmal neu und kann ich auch nochmal anders werden? Das ist ein Moment, den andere dann auch nachvollziehen, die erkennen das. Ja, das ist nämlich, es muss nicht eine großartige, spannende Geschichte sein und die muss auch nicht rhetorisch toll erzählt sein. Oft mit einer leisen Stimme und mit vielleicht stockendem Atem, wo du plötzlich merkst, wo dann auch alle zuhören, da passiert was. Und dagegen ist eine Geschichte, wo einer so irgendwie eine Geschichte ganz toll erzählt, kann ich übrigens auch als Soziologe machen. Ich erzähle eben das, was ich immer erzähle. Ja, ich denke mir, von Frau Bleisch lasse ich mich hier gar nicht ins Boxhorn jagen. Ich ziehe einfach mein Programm ab. Merke ich. Doch, ich tue das. Nein, ich finde, ich möchte bei Diskussionen wirklich auch gerne in Resonanz treten. Was heißt, dann muss ich manchmal feststellen, okay, hier ist vielleicht meine Theorie falsch oder hier muss ich sie reformieren oder da muss ich zugeben, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Und damit setzt man sich aufs Spiel. Und wer das nicht machen will, wird nie in Resonanz treten. Da würde ich jetzt ganz gerne lange mit Ihnen weiter darüber sprechen, über die Idee auch der Lebendigkeit. Sie zitieren da auch Bruno Latour, einen französischen Philosophen, der sagt, Lebendigkeit besteht darin, sich verwandeln zu lassen. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Aber vielleicht bevor wir öffnen für die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Schluss würde ich gerne noch auf Camus zu sprechen kommen, weil ich das so interessant finde. Sie haben das ja auch erwähnt jetzt im Referat. Es gibt verschiedene Arten, wie wir diese Stummheit der Welt beschreiben können. Entzauberung ist so ein Wort, Entfremdung kann ein Wort sein von Marx. Verdinglichung. Und genau. Und bei Camus ist es das Absurde. Und Sie erwähnen auch, wie diese schöne Geschichte geht von Sisyphus bei Camus, wie der Sisyphus immer diesen Stein hochrollt und diese Erfahrung macht, was immer er tut, der Stein, immer wenn er oben ist, rollt er wieder nach unten und es ist komplett absurd. Die Pointe ist ja nur bei Camus, dass Camus sagt, wir müssen uns Sisyphus als
glücklichen Menschen vorstellen. Deswegen meine Frage an Sie, was ist denn eigentlich mit diesem Sisyphos? Glauben Sie, Camus hat sich geirrt, weil Resonanz scheint es mir da nicht zu geben? Ja, aber eigentlich zweifle ich auch daran, dass er glücklich ist, auch wenn Camus das da sagt. Also Camus hat sich eigentlich sein Leben lang daran abgearbeitet, an genau diesem Problem. Also er will halt, er macht diese Erfahrung, die ich übrigens sagen würde, die haben wir auch. Also ich glaube, unser Leben muss man wirklich so verstehen, da würde ich jetzt sagen, glaube ich, das menschliche Leben, dass wir beides kennen. Wir kennen Resonanzerfahrungen. Ich glaube schon als Kinder, Kinder sind Resonanzwesen, die wollen in diese Antwortbeziehung treten mit einem anderen. Also bevor sie Sprach- und Vernunftwesen sind, machen sie das mit den Gesten, mit ihrer Mimik, dann entdecken sie die Stimme als Organ. Und wir kennen das, dieses Berührtwerden und Verwandeltwerden, das Lebendigsein. Aber wir kennen auch das andere, diese Erfahrung, dass uns die Welt eigentlich schweigend oder feindlich gegenüber zu stehen scheint. Und die war, glaube ich, für Camus die zentrale Erfahrung. Er sagt, das Absurde, die Absurdität erfahre ich, die kann mich an jeder Straßenecke anspringen. Ich realisiere das, was ich denke, was ich glaube, was ich hoffe und sehne, dass das irgendwie eine Bedeutung hat, dass das mit mir in Verbindung steht. Das schweigt oder ist feindlich. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt, und ich glaube, dass Sisyphos nicht daran verzweifelt und immer wieder versucht, mit der Welt in Kontakt treten wollen. So ehrlich versuche ich mir das immer zu erklären. Das gibt dem vielleicht doch noch eine Art von Resonanz hin, aber ich finde es sehr schwer. Ich meine, Camus selber hat dann irgendwie versucht, über die Liebe oder über die Solidarität da irgendwie doch noch Resonanzmomente herzustellen. Aber übrigens, wir sind immer im Zweifel und ich sage als Wissenschaftler und überhaupt auch als Mensch, ich habe nicht die Antwort, ich kann nicht sagen, die Welt ist eigentlich feindlich oder die Welt ist eigentlich resonant. Aber ich weiß, dass wir erstens die große Sehnsucht haben. Ich glaube, alle Religion hat ihren Kern darin, dass sie sagt, an der Wurzel deiner Existenz liegt nicht das schweigende Universum, sondern einer, der dich hört, der dich sieht, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das bedeutet, an der Wurzel, egal wie hart es kommt, steht sowas wie eine Resonanzbeziehung. Ich glaube, das heißt jetzt nicht, ich bin religiös und sage, Religion hat recht. Ich sage, als Soziologe kann ich erklären, wieso diese Idee so unglaublich wirkmächtig ist. Und wir haben zum Beispiel, wenn Sie an Horoskope glauben, dann haben sie ein verdammtes Problem, dass sie das wissenschaftlich überhaupt nicht rechtfertigen können. Aber es ist diese Sehnsucht, dass das Umgreifende, die Sterne irgendwie mit ihnen in Beziehung stehen. Und übrigens, Ärzte sagen das immer, ich finde das hochinteressant, medizinsoziologisch. Wie gehen wir mit Krankheit um? Das ist die große Frage, und überhaupt eigentlich Schicksal. Das steht die Idee des Geschickten drin. Das Leben will mir was sagen. Ja, mein Körper spricht zu mir. Oder das Leben oder die Natur. Und jetzt muss ich eine Antwort darauf finden. Ja, selbst wenn ich die Krankheit nicht loswerden kann in meiner Lebensführung, darauf antworten. Und Menschen versuchen, dem einen Sinn zu geben. Es ist so, das sage ich einfach als Soziologe, wenn das Dümmste Mögliche passiert, durch einen sehr blöden Unfall verlieren sie einen Arm. Wenn sie mit Menschen ein Jahr später ein Interview führen, sagen die, und das hatte seinen Sinn. Manchmal, erstaunlich oft sagen sie, und das musste so sein. Erst dadurch bin ich zu der Einsicht gekommen oder zu einem Ergebnis gekommen. Und ich kann nicht sagen, es ist so oder ist es einfach, Luhmann sagt immer, es ist halt kontingent, kann passieren, kann auch nicht passieren. Aber als Menschen können wir damit nicht leben. Und ich glaube, auch Sisyphos hat eben dieses Problem. Also im Erkennen, dass ich den Sinn nicht sehe in der Welt und ihn nicht verstehe und dass da ganz viel absurd ist. Ich meine, es gibt diesen großen Satz, credo quia absurdum est. Ich glaube, weil es absurd ist. Ich weiß, dass ich es nicht im Sinn sinnhaft machen kann. Da scheint mir vielleicht die Gemeinsamkeit sogar zwischen Religion und Sisyphus zu liegen. Ja, das ist ja interessant, dass man oft sagt, wir sind heute eine Art metaphysisch heimatlos. Und vielleicht ist gerade deswegen auch das Interesse an Ihren Büchern so unglaublich groß. Vielleicht ja auch ähnliche Ideen, wie Ronald Dworkin geschrieben hat in seinem letzten Buch, bevor er gestorben ist, Religion ohne Gott, diese Vorstellung, wie können wir religiöse Erfahrungen oder quasi religiöse Erfahrungen irgendwie oder transzendente Momente im Alltag erleben, in unserem Leben erleben, wenn wir uns nicht mehr auf Religion beziehen können oder mögen. Ja, aber da glaube ich tatsächlich, also vielleicht ähnlich wie Dworkin, also dass es funktionale Äquivalente gibt. Ich meine, welche Vorstellung vom Universum die richtige ist, da würde ich sagen, das scheint mir so offensichtlich zu sein. Egal wie Sie denken, es greift immer zu kurz. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft ein mechanistisches Universum bewiesen hätte, die ist eigentlich längst darüber hinaus. Also wenn man sich das anguckt, Quantenphysik zum Beispiel und natürlich auch das, was mit Relativitätstheorie zusammenhängt,
zusammenhängt. Wir wissen nicht genau, wie das also Astrophysik interessiert mich wahnsinnig, die Sache mit schwarzen Löchern und so. Und in der Astrophysik, ich habe gerade einen Artikel in Astronomy gelesen, ein Wissenschaftsmagazin. Unsere gesamte Konzeption von Raum und Zeit ist total fehlerhaft. Es gibt die Zeit gar nicht als objektive Größe. Was ich nur sagen will, ist, wir wissen nicht, wie das Universum ist. Aber wir machen diese Erfahrungen eines Verbundenseins. Zum Beispiel in Musik. Ja, das, die Musik oder überhaupt die Kunst, aber also auch Literatur. Aber für mich ist Musik, weil sie wortlos ist, weil sie gedankenlos ist, so eine, das kann eine existenzielle Resonanzachse sein. Übrigens, wenn Sie religiös sind und beten, dann entsteht eine Achse zwischen Ihrem Innersten und dem Äußersten. Ja, das Gebet, das Interessante ist, ich finde das wirklich faszinierend, wenn Sie beten, richten Sie sich dann eigentlich nach außen oder nach innen? Das können Sie gar nicht sagen, weil es entsteht diese Achse zwischen dem Innersten, das ich endlich berühren lassen will oder berührt wissen will, und dem umgreifenden Äußeren. Und das entsteht für Musikhörer auch. Ja, die Musik ist ganz drinnen, sie berührt mich ganz drinnen, aber sie kommt von draußen, sie verbindet mich wie mit der Nabelschnur zum Leben. Und in der Naturerfahrung haben Menschen das. Ja, ich lese gerade das Buch Barbarentage von William Finnegan, ein Surfer, ich wollte es genau aus dem Grund lesen, der eigentlich sein ganzes Leben nicht anders konnte als surfen. Und der sagt immer wieder, natürlich haben die Wellen keinen Willen, natürlich ist der Ozean kein Subjekt, aber er kann es nicht anders erfahren als eine Art von existenziellen Verbundensein mit einem atmenden Lebenden gegenüber. Herr Rosa, gibt es eigentlich etwas, was Sie nicht interessiert? Ja, Wrestling, Börsen, alle juristischen Fragen. Sie sind an der Reihe. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Saallicht, bitte. Ja, ich bin auch für Saallicht. Es gibt da drüben eine Frage. Soll ich mit dem Mikro rumgehen? Nein? Da drüben. Können Sie sich ruhig auch sonst schon per Handzeichen melden. Ich versuche, Sie zu sehen. Einen schönen guten Abend, Herr Rosa. Schön, dass Sie da sind. In Unverfügbarkeit schreiben Sie, sehr stark vereinfacht, Unverfügbarkeit ist notwendig für Resonanz. Und wenn sie zu sehr verfügbar gemacht wird, wird sie eine Unverfügbarkeit, die eben nicht mehr funktioniert für Resonanz. Und Sie sagen aber auch, irgendwo später, so zwischen den Zeilen, dass Gott, zumindest in der negativen Theologie, verstanden werden kann als unverfügbares Element. Und da habe ich mir gedacht, ob es eine Dimension gibt, die das den Gläubigen vielleicht ermöglicht, ich bin nicht gläubig, eine Resonanz zu erzeugen und es sich lohnen würde, da drauf zu gucken. Vielleicht kann man die kurz spalten wie in Habens- und Seinsgläubige. Die Habensgläubigen sind so die sagen, naja, ist halt Gottes Wille. Und wenn man sie fragt, wieso, dann sagen sie, naja, Gottes Wege sind unergründlich. Und vielleicht so eine Form von Akzeptanz dieser Unverfügbarkeit gegenüberbringen. Und die Seinsgläubigen vielleicht eher eine Form von Vertrauen. Also wenn man so Buber anguckt und so. Ja. Was denken Sie, könnte das was sein, um mit Unverfügbarkeit auf eine andere Art umgehen zu lernen, als nur durch verfügbar machen? Das glaube ich unbedingt. Ich hatte irgendwie, das war mir gar nicht klar. Also ich war wirklich völlig davon überrascht, dass die Theologen schon auf das Resonanzkonzept komplett abgefahren sind. Und als ich dann endlich die Unverfügbarkeit geschrieben habe, musste ich feststellen, das ist eigentlich ein theologisches Konzept. Das stammt nämlich von Bultmann. Ist echt interessant. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Also ich glaube, Religion geht meiner Ansicht nach da schief, wo sie die Sache verfügbar machen will. Weil nämlich, also ich glaube, die Idee ist wirklich, dass ich in meiner Existenz bezogen bin. Also Buber ist eine klasse Quelle, ja. Bezogen bin auf ein anderes, auf ein Du, mit dem ich in einer Art von Verbindung stehe, obwohl ich nicht weiß, was er sagt. Ja. Und sein Wille ist unerforschlich, heißt auch. Also in vielen Kirchenliedern können Sie das auch hören, weil ich ja Orgel spiele. Zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder ist, fremd wie dein Name sind mir deine Wege, ich stehe vor dir mit leeren Händen her, fremd wie dein Name sind mir deine Wege, ich höre ihn gerade nicht, ich verstehe ihn auch nicht, aber ich habe so einen Sinn für eine Bezogenheit. Eine meiner Lieblingsgeschichte war mal in dem anderen Zeitenkalender, das ist so ein Adventskalender, da ist ein 50-jähriger Mann oder der wird gerade 50. Und dann denkt er, jetzt muss ich mir eigentlich schon genau überlegen, was ich mit dem Rest meines Lebens mache, weil so lange ist nicht mehr, zweite Hälfte mindestens. Ja. Und dann denkt er, also diese Frage ist wichtig genug, die stelle ich jetzt mal dem lieben Gott. Also lieber Gott, bitte sag mir, was ich mit meinem Leben machen soll. Und da kriegt er keine Antwort, da denkt er, ja gut, okay, klar, wird viel los sein da oben. Und da kommt er abends nach Hause und da hat er immer noch keine Antwort. Und dann denkt er,
finde ich eigentlich gut, dass Gott da gründlich drüber nachdenkt, ja, und nicht einfach da so ein Schnellwort. Und dann nach einer Woche hat er immer noch keine Antwort und dann denkt er, Donnerwetter, dass ich dem lieben Gott so wichtig bin, dass er eine ganze Woche darüber nachdenkt, hätte ich nicht gedacht. Und was jetzt passiert, ahnen Sie, er ändert sozusagen sein Leben, weil er fühlt sich jetzt bezogen, ja, in eine Art von Beziehung gestellt, ohne dass er wissen muss, was da drüben ist. Und das könnte man, glaube ich, mit Ihnen als eine Art von Seinsmodus von Religion beschreiben. Und meiner Ansicht nach geht Religion dann schief, würde ich wirklich sagen, wenn jetzt einer kommt und sagt, Gott sagt, ja, 7 Schritte, du musst das und das tun, weil dann killen Sie gleich 2 Resonanzachsen. Sie müssen jetzt nicht mehr hören, weil es steht ja da geschrieben, was Gott sagt. Und daraus laute ich auch noch ab, was Sie tun müssen. Ja, also irgendwie, was weiß ich, wenn Sie das Falsche tun, wenn Sie falsch lieben, steinige ich Sie oder so. Dann killen Sie auch noch gleich die horizontalen Resonanzachsen. Ja, deshalb ist die Habensreligion gefährlich. Weitere Fragen? Resonanz besteht auch im Widerspruch. Weil ich sage immer, als Soziologe mache ich das eigentlich, um zu lernen, weil es tausende von Erfahrungen und Ideen gibt, die wir eben nicht haben. Vielen Dank auch von meiner Seite für die sehr interessanten Anregungen und Ideen. Sie haben mich zum Schluss ein bisschen enttäuscht, weil Sie gesagt haben, Börsen würden Sie nicht interessieren. Aber es gibt nun eigentlich kaum eine Institution, die mehr unser Leben bestimmt heutzutage als Finanzmärkte. Ja. Und man könnte argumentieren, dass gerade dort eben so eine Art Resonanz, wie Sie sie beschrieben haben, komplett fehlt. Auf der anderen Seite vielleicht andere Resonanzen dort vorhanden sind, die sehr viel maschineller sind und von Algorithmen bestimmt werden. Wäre es nicht vielleicht auch ein interessantes Forschungsgebiet oder mal überlegen, was da eigentlich falsch läuft oder irgendwie mehr in Richtung der Resonanz gesteuert werden könnte, was Sie unter Resonanz verstehen? Ja, vielen Dank. Die Frage ist wirklich berechtigt in allen möglichen Hinsichten. Also erstmal würde ich sagen, unter einem Aspekt interessieren mich Finanzmärkte vor allen Dingen schon oder Börsen, nämlich um zu erklären, was alles schief geht, weil die Logik, also diese Steigerungslogik ist eigentlich wirklich interessant, also die ich vorhin beschrieben habe, der Zwang. Es ist nicht einfach nur Wachstum. Wenn ich kein Wachstum mehr habe, muss ich erst recht schneller sein als die Konkurrenz, effizienter sein als die Konkurrenz, innovativer und billiger. Ja, deshalb entsteht dann unglaublicher permanenter Steigerungszwang. Der wird eher durch die Finanzmärkte getrieben als durch die direkte Konkurrenz zwischen Bäcker und Bäcker zum Beispiel. Ja. Deshalb ist das Problem in den letzten, seit der Deregulierung der Finanzmärkte auch nochmal deutlich größer geworden. Aber deshalb interessieren die mich erstmal als Akteure im Steigerungsspiel, sogar als zentrale Akteure. Aber ich würde sagen, und das haben Sie vielleicht auch gemeint, Finanzmärkte sind natürlich selber unglaublich resonanzsensible Institutionen. Ja, die reagieren ja in Sekundenbruchteilen zum Beispiel auf Nachrichtenlagen. Das wissen inzwischen zum Beispiel auch Politikerinnen, je nachdem, wie sie eine Meldung formulieren, ja, welches Wort zuerst kommt, schlagen die Computeralgorithmen schon an. Das ist wirklich so. Und der große Vorteil von Resonanz, von Finanzmärkten oder von Börsen ist ja, dass sie die Allokation, also das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in Sekundenbruchteilen weltweit regulieren können. Deshalb kann man schon sagen, das ist eine Art von Resonanzlogik. Aber diese Art von Resonanzlogik ist nicht die mir im Sinn schwebt. Und Sie können jetzt fragen, und warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, weil ja, weil also ich meine, das eine Problem ist, wenn Sie an den Börsen handeln, das habe ich mir oft überlegt, dann haben Sie genau das Problem, dass es nicht ergebnisoffen ist, weil ich als Börsenhändler auf jeden Fall ein ganz klares Gut und Schlecht habe. Ja, da will ich hin. Also für Sie als Händler ist bei jeder einzelnen noch so bruchteiligen kleinen Entscheidung, ist es entweder gut oder schlecht. Ja, und es gibt ganz klare Optimierungsziele. Und das ist das Gegenteil dieser ergebnisoffenen Verwandlung, einer Transformation in das nicht Vorhersehbare hin. Ja, und deshalb würde ich sagen, zumindest für die dort handelnden menschlichen Akteure ist es keine Resonanzsphäre, es ist eine Steigerungs- und eine Optimierungssphäre, wenngleich ich damit auch noch nicht völlig glücklich bin. Also vielleicht überzeugen Sie mich noch davon, dass ich doch noch mal da näher drüber nachdenke. Ich würde Sie gerne, da ist eine Frage bei dieser Dame und bis das Mikro zu Ihnen kommt, frage ich vielleicht ganz kurz noch nach bei Ihnen. Für all die Leute, und ich zähle mich selber dazu, die am Montag dann wieder spätestens den Computer hochstarten im Büro und vielleicht mit vielen Mails konfrontiert sind, oder Leute, die quengelnde Kinder zu betreuen haben, oder Leute, die nicht schnurrende, sondern beißende Katzen zu Hause haben. Was tun wir denn in Momenten, wo wir merken, es fehlen diese Momente der Resonanz? Und ich kann die Strukturen ja nicht so einfach ändern. Ja, nee, ich glaube, die Frage hatten Sie schon mal angedeutet und ich habe sie nicht beantwortet. ja, weil ich irgendwie abgewichen bin. Nein, das ist mir schon wichtig. Also erstmal will ich natürlich als Soziologe, das ist mir schon wichtig, sagen,
vielleicht auch, da grenze ich mich immer mindestens vorsichtig von Achtsamkeitsbewegungen ab, wir können als Subjekte nicht einen Strukturfehler komplett heilen. Ja? Also es liegt, ist nicht einfach nur so, wenn sie mehr achtsam wären, ja, oder bessere Meditationstechniken hätten, hätten sie kein Problem mehr. Da wären sie mit allem immerzu und jederzeit in Resonanz oder so. Also das halte ich für falsch, weil das Strukturproblem ist eben ein strukturelles Problem. Wir leben in Steigerungslogiken, die uns auf eine bestimmte Weise auf Welt beziehen, also eigentlich auf die Rolltreppen nach unten stellen. Und deshalb können wir nicht einfach durch eine Strategie, durch eine bessere Technik das lösen. Aber, und deshalb ist mein Beschleunigungsbuch super pessimistisch. Das sagt eigentlich, es ist einfach ein Irrtum zu denken, Sie können durch eine bessere Zeitmanagement-Technik das Beschleunigungsproblem lösen. Aber dann haben mich Leute davon überzeugt, dass es einfach falsch ist zu sagen, wir können nichts tun. Wir haben im Alltag, in jedem Schritt fast, immer eine eigentlich eine Spannung zwischen einer Steigerungsorientierung und einer Resonanzorientierung, ständig. Also ich habe das jetzt hier, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gesagt, aber ich finde wirklich, wenn Sie durch eine Stadt gehen, durch egal welche Stadt, in Zürich übrigens weniger als anderswo, weiß nicht genau, woran das liegt, da werden Sie immer von Obdachlosen angesprochen, kannst du mir mal helfen? Und sehr häufig sehen Sie, dass es den Leuten wirklich schlecht geht. Die sind oft psychisch krank, oft drogensüchtig oder sonst etwas. Und eigentlich sagen wir immer, nee, weg mit dir, ja, ich gebe aus Prinzip nichts oder so. Das ist ein kleines Verdinglichungsmoment. Und man kann zum Beispiel da anfangen, kleine, vielleicht können sie nicht mal Geld geben, aber vielleicht können sie auch, weil eigentlich können wir sind reich genug. Und das Geld geben löst vielleicht nicht alle Armuts- oder Drogenprobleme der Welt, aber es ist ein kleines, ja, ich bin verbunden mit dir, ich reagiere auf dich, und übrigens gibt man dem anderen damit auch eine Selbstwirksamkeitserwartung. Er hat jemanden erreicht, seine Stimme hat sozusagen jemanden gehört, und es zieht sich durch alles durch. Ja, den ersten Kollegen oder den Pförtner, den sie treffen, in der, was immer das für eine Institution ist. Man kann da irgendwie durchlaufen oder sogar noch schimpfen, weil wieder was nicht gemacht ist. Man kann kleine Resonanzen herstellen. Und das zieht sich durch den Alltag eines jeden Menschen. Und es sind nicht nur die menschlichen Resonanzen, es sind auch die Dingresonanzen. Ja. Eine Sache schön machen oder auch eine Arbeit gut machen, um der Arbeit willen und nicht um irgendeines Parameters willen, den Sie einreichen. Ich glaube, und übrigens auch einen Moment innehalten für einen Sonnenuntergang, ohne ihn zu fotografieren. Ich finde das mit dem Fotografieren ist wirklich absurd. Man kann nichts Schönes sehen, ohne zu denken, oh, mache ich schnell ein Foto. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, was das Richtige ist, weil ich es auch gerne nach Hause trage oder teile. Na, aber trotzdem kann man immer darauf achten, wie sich Steigerungs- und Resonanzorientierung zueinander verhalten, sodass ich inzwischen denke, man kann ein bisschen was tun. Ja, danke. Ich wollte eigentlich in die gleiche Richtung fragen wie Frau Bleisch. Kommt eine andere Frage. Wir sollen ja eigentlich den Klimawandel jetzt endlich mal anpacken. Und ich sehe, trotzdem haben Sie am Anfang ja gesagt, noch mehr Autos werden verkauft, noch mehr wird gefahren, noch mehr, genau in dieser Logik drin. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also wenn ich jetzt anfange, da versuchen, ja, mit Resonanz etwas mit mir zu machen, ja super, aber damit sind in 30 Jahren noch nicht, haben wir den Klimawandel noch nicht gelöst. Und ich frage mich auch, wie kann man Ihre, das ist eine Soziologie der Resonanz, und ich dachte, wie können wir das irgendwie auch politisch umsetzen? Und zwar heute und nicht erst in 10 Jahren. Am Anfang, als ich Ihr Buch begonnen habe zu lesen, dachte ich immer, wow, das klingt mir alles so nach esoterisch und so. Grüne, damals, als Sie aufkamen, der eine Flügel ging da mehr in die Richtung. Und ich hatte immer das Gefühl, Sie schrammen immer so haarscharf an diesem Esoterischen vorbei. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass es auch von den Leuten jetzt eher auf dieser Ebene rezipiert wird. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Absicht war eine politische Wirksamkeit sozusagen. Aber ich behaupte immer, ich habe das neulich auch in der Antwort auf so ein Sammelband Kritiken geschrieben, wenn Sie wirklich die Revolution wollen, und eigentlich würde ich sagen, ich will die Revolution auch aus ökologischen Gründen, ja, da muss man ganz tief ansetzen, da kann man nicht einfach sagen, ich brauche, weil die meisten politischen Programme sind Verfügbar-Mach-Programme, ja, ich muss irgendetwas durchsetzen, irgendein Ziel, also das ist immer die gleiche Logik, etwas optimieren, mehr, also sogar wenn ich was abschaffen will, will ich es eigentlich verfügbar machen, und ich glaube, auf diese, und jetzt ist interessant, also weil der Esoterik-Vorwurf, der trifft mich sozusagen immer, weil ich finde, das ist ein Problem. Ja. Und ich habe wirklich versucht, ich finde, was man wirklich sagen kann, was man halt sagen kann, ich kann, glaube ich, erklären und habe auch ein Verständnis dafür, was Menschen, die esoterisch unterwegs sind, suchen und was die antreibt. Und die Grünen sind meiner Ansicht nach ein gutes Beispiel, weil ich glaube, lassen Sie uns mal überlegen. Also meine Wahrnehmung ist die, es gab da sogar am Anfang, so haben Sie es, glaube ich, auch gesagt, vielleicht eher eine stärkere Esoterik-Sehnsucht, aber es gab dann zwei Flügel. Es gab irgendwie die Gaia-Konzeption der Natur, die eigentlich esoterisch ist. Ja, es ist ein Lebewesen, ein lebendiges Gegenüber, und damit müssen wir sorgfältig umgehen. Und dann gab es eher halt ein
ein pragmatischer, ja, die hießen ja auch Realos. Ja. Lass halt mal gucken. Und ich würde sagen, die Realos haben sich durchgesetzt und es ist vollständig sinnlos. Also es ist sowas von sinnlos. Das regt mich echt auf, also jetzt nicht wegen Ihnen, aber ich meine... wie können wir denn behaupten, wir hätten irgendwas erreicht? Oder ehrlich gesagt, wie können wir überhaupt behaupten, wir nehmen Umwelt ernst, wenn wir nach 50 Jahren Club of Rome in Baden-Württemberg zum Beispiel bei einer grünen Regierung stolz darauf sind, dass wir in Deutschland 3% mehr Autos zugelassen haben als im letzten Jahr? Und schauen Sie sich mal die Flugreisen an. Die steigen exponentiell an. Und zum Beispiel Berlin sagt, sie werden bis im Jahre 2030 den Flugreiseverkehr, das Passagieraufkommen verdreifacht haben. Brasilien baut gerade 800 neue Regionalflughäfen. Ich meine, das ist doch lächerlich. Wir haben noch nicht mal Flugsteuer, Benzinsteuer eingeführt. Und deshalb finde ich, wir müssen irgendwie realisieren, dass diese Versuche, jetzt irgendwie höhere Filterwerte oder einen Katalysator oder eine grüne Technologie einzuführen, die funktionieren nicht. Deshalb würde ich eigentlich sagen, ich behaupte das jetzt wirklich, es hätte sich besser der Gaia-Flügel durchgesetzt. Das glaube ich wirklich. Ich meine, Bruno Latour macht es übrigens. Ja, der hat gerade ein Buch veröffentlicht, Gaia. Ja, ich finde, also zuerst dachte ich, das ist irgendwie ein Spinner. Und ich würde sagen, diese Franzosen schreiben auch nicht besonders systematisch und kohärent. Aber da hat er einen Punkt. Er sagt, wir müssen die Lebensweise, die Bezugsweise ändern. Nämlich die Natur nicht als Ressource, die wir irgendwie einsparen müssen, verstehen, sondern als ein lebendiges Gegenüber, als eine Resonanzsphäre. Und das können Sie von mir aus esoterisch nennen. Da würde ich sagen, wir brauchen mehr Esoterik an dem Punkt, um das Klimaproblem zu lösen und nicht höhere Filterwerte oder so, glaube ich. Hier in der Mitte vielleicht noch eine letzte Frage hier in der Mitte. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich habe Ihr Buch auch so gelesen, als wäre es ein Zusatz zu Steven Pinkers Buch. Weil Steven Pinkers letztes Buch war ja so ein Loblied auf die Menschheit. Und diese Vorstellung, dass dadurch, dass wir eben alles verfügbar machen, alles messen können, statistisch erfassen, wissenschaftlich verbessern und so weiter, wird das Leben immer besser? Das ist die Hauptthese. Dem Menschen geht es so gut wie nie zuvor. Es gibt fast keine Seuchen mehr. Es gibt immer weniger Malaria-Tote. Kindersterblichkeit geht zurück. Analphabetismus geht zurück und so weiter. Alles Gold. Es geht uns wunderbar. Ja. Das ist die These. Und dann gibt es ein Kapitel. Lesen Sie dieses Kapitel. Dieses Kapitel lautet Happiness. Und da sagt Steven Pinker, er hätte keine Antwort darauf, warum die Menschen nicht glücklicher sind. Und ich glaube, das ist Ihr Buch. Ja, Ihr Buch gibt sagen, dazu eine Antwort, warum das Glück irgendwie trotzdem auf der Strecke bleibt. Weil es ein falsches Weltverhältnis, also ich finde den Hinweis gut, weil es ein falsches Weltverhältnis realisiert. Nur ganz kurz, weil schauen Sie mal, die Sicherheitstechnik nimmt total zu. Ja. Aber Sie können deutlich sehen, je mehr Kameras Sie um Ihr Haus installieren, ja, oder irgendwie Alarmanlagen, umso unsicherer fühlt man sich. Und das Gleiche sehen wir, wir wissen ganz viel über Schwangerschaft, fand es total faszinierend. Aber die Angst vor der Geburt nimmt sozusagen jedes Jahr zu. Ja, und übrigens auch die Selbstwirksamkeitserwartung nimmt ab, weil sie ja tausende von Apparate haben, an denen sie sich orientieren müssen. Und noch cooler ist die Sache mit der Ernährung. Wir wissen immer mehr über Ernährung. Leider wissen wir trotzdem nicht, was wir essen sollen. Und noch schlimmer, die Essstörungen nehmen total rasant zu. Ja, alle möglichen Menschen denken irgendwie, ich habe hier eine Allergie und das tut mir nicht gut. Also ich meine, und das ist nicht nur lustig, ja, die haben also massive Essstörungen. Gibt sogar sowas wie Orthorexie, dass ich genau wissen will. Also die Menschen leiden daran, dass sie nur eine ganz bestimmte Sorte von Stoffen in sich reinlassen wollen und andere nicht oder so. Also was ich sagen will, dieses Verfügbarmachen verwandelt unser Weltverhältnis ins Falsche. Aber nicht letzte nur. Frage. Ja. Genau. Danke vielmals für die letzte Frage. Mir hat Ihre Antwort sehr gut gefallen, die Sie jetzt auf die Frage der Dame gegeben haben. Und ich bin auch fasziniert von Ihren Ansätzen. Und doch frage ich mich, wie bringen wir dann diese Resonanz in die politischen Systeme beispielsweise, damit wir eben nicht nur als Individuen angehalten sind, resonanter zu werden. Und da diese Schnittstelle, da würde mich freuen, wenn Sie uns eine Antwort hätten. Das soll der Mikrokosmos machen. Ich habe es versucht, weil ich finde schon, dass wir über Politik nachdenken müssen. Also Soziologinnen und Soziologen, die sagen, Politik interessiert mich nicht. Ich meine, das sind keine Gesellschaftswissenschaftler, weil da vollzieht sich ja im Moment auch ziemlich Schreckliches eigentlich, wenn man sich das anguckt. Also würde ich schon sagen, also die Demokratie, wie wir sie bisher hatten, ist in einer tiefen Krise. Ja, Trump, Brexit, Salvini, Bolsonaro in Brasilien, Duterte in den Philippinen. Da ist irgendwie ganz was schief gegangen. Und meine These lautet, es gibt tatsächlich, also die
Art, wie wir die Art des Politikbetriebs momentan hat massive Probleme. Das eine ist, das politische Programme, das liegt an dem Steigerungsspiel. Wie gewinnen Sie eine politische Auseinandersetzung? Nur, also, oder Wahlkampf heißt diese politische Auseinandersetzung, eigentlich nur mit Steigerungsversprechen. Es geht nicht anders. Ja, also wählen Sie mich und Sie haben mehr Arbeitsplätze. Wählen Sie mich und Sie haben höheres Einkommen. Wählen Sie mich und Sie haben mehr Kita-Plätze, sagt dann die Opposition. Ja. Wählen Sie mich und Sie haben höhere Filteranforderungen oder so etwas. Ja. Aber die Politik wird durch Verfügbarmachungsversprechungen getrieben. Ja, und die Parteien fragen eigentlich nur, wem sie was wie verfügbar machen sollen. Diese andere Orientierung ist ganz schwer überhaupt in eine politische Sprache zu übersetzen. Und noch schlimmer finde ich, habe ich jetzt öfters geschrieben, aber ich bin damit meiner eigenen Antwort auch nicht zufrieden, aber ja, es ist halt schwierig. Aber ich finde, was man sieht, ist das, und übrigens könnte die Schweiz in dem Punkt, ihr müsst anfangen hier, ihr habt alle Bedingungen, der Rest der Welt hat sie nicht. Also nochmal, die Politik wird zunehmend antagonistisch geführt, ja, nämlich Freund-Feind-Unterscheidungen. Ich finde, da hat die politische Theorie auch wirklich Schuld auf sich geladen, weil die das sagt. Ja, bei der Rechten war das Karl Schmidt, der sagt, die Freund-Feind-Unterscheidung ist der Konstitutionsgrund des Politischen. Und auf der Linken, ob sie jetzt Marx nehmen oder Chantal Mouffe oder andere, die sagen das Gleiche, die sozialen Kämpfe sind der Ort, wo Politik entsteht. Und das bedeutet irgendwie, du hast gleich unversöhnliche Gegner. Gegnerschaft in der Politik, und das haben wir im Parlament, und meine These ist jetzt, Resonanz ist in der Politik gar nicht vorgesehen. Bei einer Parlamentsdebatte geht es doch nicht darum, sich von den Argumenten des anderen berühren und verwandeln zu lassen, sondern ich muss gucken, wie ich die widerlegen kann. Und in der Talkshow ist das auch so. Meine These ist, in der Talkshow, der Modus ist ein Aggressionsmodus. Ja? Du wartest, dass der andere irgendeinen Fehler macht oder irgendein Wort benutzt, wo du sagen kannst, aha, siehst du, jetzt habe ich bewiesen, dass du Faschist bist oder andersrum oder Vaterlandsverräterin oder so. Und das setzt sich auf der Straße fort. Die USA ist gerade das Musterbeispiel. Die Republikaner würden die Liberalen am liebsten tot haben oder umgekehrt. Und deshalb sage ich eigentlich, Politik muss wieder in einen Resonanzmodus finden. Demokratie funktioniert nur als ein Resonanzspiel, wo sich Bürgerinnen und Bürger als solche begegnen, die sich etwas zu sagen haben. Ja? Das heißt, du brauchst nicht nur eine Stimme, du brauchst auch Ohren, ja, um zu hören und dich verwandeln zu lassen. Und natürlich die Schweizer direkte Demokratie scheint mir da in manchen Hinsichten wirklich das. Also ich habe schon auch im Schweizer Fernsehen zum Beispiel Debatten gesehen, wo ich dachte, das kommt meiner Vorstellung einigermaßen nahe. Trotz aller Probleme, die es auch gibt. Ja, das wissen wir. Also die SVP ist auch nicht ganz weit oder so. Aber ich kann mir nur so vorstellen, dass wir den Sinn zurückgewinnen müssen, dass gemeinsam Lebensweltgestalten ein Resonanzprozess und nicht ein Verfügbarkeitsprozess sein muss. Das ist halt jetzt nur eine sehr theoretische Antwort, sodass Sie mich fragen können, und was machen wir konkret? Und da würde ich sagen, ja, man kann auch konkret was machen. Und tatsächlich, also Mikrokosmos, also wahrscheinlich verkläre ich ihn gerade, ich habe ja schon gesagt, weil ich als Kind Mikrokind war. Aber ich meine, es ist eine Genossenschaft, die nicht auf Gewinne abzielt. Die müssen auch gewinnorientiert arbeiten, sonst machen Aldi und Lidl sie platt. Übrigens, ein erster Schritt könnte sein, die deutschen Discounter einfach zu verbieten. Das würde ich nämlich tun, wenn ich Schweizer wäre. Also wirklich, ich sehe echt nicht ein, wieso ihr euch sowas wie die Mikro kaputt machen lassen sollt durch Aldi und Lidl. Aber egal, also man hat, also zum Beispiel, man wirtschaftet in einem Gemeinwesen und man versucht dann, Dinge auf die Beine zu stellen, wo Menschen Selbstwirksamkeit erfahren können. Zum Beispiel Energiegenossenschaften. Ja. Die Energieversorgung ist jetzt in unserer Hand und wir müssen sie nicht gewinnorientiert machen, sondern wir versuchen ein Verhältnis zur Natur und zu den Menschen, die da leben, wieder zu gewinnen. Das ist ein Graswurzelprozess erst einmal, aber man kann so anfangen. Und das Ziel muss dann sein, dass die EU nicht die Entfremdungsinstanz ist. Brüssel hat irgendwas entschieden. Gut, ihr seid nicht in der EU, aber egal, wem man es zuschreibt, sondern der Unterschied ist, mein letzter Satz, der Unterschied ist, wie schaffen wir es, dass man nicht sagt, die bauen da jetzt was? Zürich ist ein interessantes Beispiel. Die bauen da jetzt was an der Limmat oder so. Ja, dann ist die Resonanzsphäre eigentlich tot. Das ist ein Entfremdungsprozess. Wenn wir sagen, wir bauen jetzt was in Zürich, dann ist dieser Resonanzprozess in Gang gekommen. Und nur wenn wir in diesen Wir-Modus zurückfinden, meine These war eigentlich, vorletzter Satz, wir brauchen wieder eine Konzeption des Gemeinwohls. Und das Gemeinwohl kann ich nicht substanziell festschreiben. Also die Schweiz muss religiös werden oder so. Aber als Form der Beziehung. Politik gelingt, wenn Bürgerinnen und Bürger einander hören und Antworten im Resonanzmodus verbunden sind, mit den Institutionen, in denen sie leben, in einem Antwortmodus stehen und darüber zur Natur, der umgebenden materiellen Natur einen Resonanzmodus herstellen und zur Geschichte, auf Geschichte hören, und Antworten bedeutet auch einen Sinn für Zukunft wieder zu gewinnen, was ein anderes ökologisches Bewusstsein erzeugt, und zu dem, was die Außengrenzen sind, zu den anderen Gemeinwesen. Sie können denen nicht zynisch gegenüberstehen und Waffen verkaufen, wenn sie nach innen eine Resonanzsphäre realisieren wollen. Also ich habe ein paar Ideen und die Praxis erklärt Mikrokosmos. Wir hoffen, wir machen irgendwann Auflage Nummer 2 zum Thema Politik. Da scheint noch viel zu diskutieren.
Robert Gernhardt, ein ganz wunderbarer Schriftsteller, der leider verstorben ist, hat mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen einer Bierflasche und Gefühlen? Die Bierflasche muss man öffnen, die Gefühle zulassen. Resonanz muss man auch zulassen. Für die Bierflaschen ist die Bar zuständig. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Abend. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Kommen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Rosa, dass Sie hier waren und für dieses wunderbare Gespräch. Großer Applaus noch einmal für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank für die Moderation und vielen Dank Ihnen auch. Danke. Vielen Dank.